Genau. Da mit dem Film, ne? Und da oben siehst du es dann. Oben ist der Bildschirm. So, dann darf ich die Fotografen. Ja. Wenn ihr so nett seid, dann auch langsam Platz zu nehmen. Ja, wäre ich euch dankbar. Okay, vielen Dank. Servus, hallo und grüß Gott hier aus der Münchner Allianz Arena, in der gestern ja schon ein tolles Spiel stattgefunden hat. Das gleiche wünschen wir uns alle natürlich auch für das nächste und das erste Länderspiel, dann der neuen Saison, der neuen Nations League Saison am nächsten Donnerstag gegen den dann frisch gebackenen Weltmeister Frankreich. Jeder weiß, warum wir heute hier sind, worum es heute geht. Natürlich die WM-Analyse, also ein Rückblick, dann gepaart auch mit einem Blick nach vorn. Das Aufgebot soll bekannt gegeben werden und ich begrüße natürlich auch diejenigen, die zuständig sind, die Verantwortlichen für die Nationalmannschaft, die Verantwortlichen für das Auftreten der Nationalmannschaft einmal auf dem Platz. Das ist selbstverständlich der Bundestrainer. Herzlich willkommen, Jogi Löw. Und für das Auftreten neben dem Platz ist Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff zuständig. Das war es dann auch schon der einleitenden Worte. Und ich darf den Bundestrainer Jogi Löw bitten, mit seinen Ausführungen, mit seinem Rückblick, mit den Gedanken zu beginnen, die er hier jetzt darlegen mag. Bitte schön, Joachim Löw. Ja, vielen Dank, Jens. Das WM-Aus war für mich und für uns alle und die in der Verantwortung standen natürlich ein absoluter Tiefschlag. Da gab es und gibt es nichts zu beschönigen. Bei diesem Turnier in Russland sind wir alle weit unter unseren Möglichkeiten geblieben und haben eigentlich auch zu Recht die Quittung dafür bekommen. Die ersten 2-3 Tage nach dem Ausscheiden waren bei mir persönlich geprägt von einem großen Frust, von Niedergeschlagenheit, von einer großen Enttäuschung und natürlich auch von einer großen Portion Wut. Am vierten Tag nach dem Ausscheiden haben der Oliver und ich uns getroffen. Wir haben uns einen ganzen Tag lang ausgetauscht. Wir haben unsere Gedanken ausgesprochen. Wir haben uns selber selbstkritisch auch hinterfragt und haben ganz einfach mal über einige Dinge gesprochen. Am Ende des Tages, und das war für mich und ich glaube auch für den Oliver das Allerwichtigste, dass wir gespürt haben, beide gespürt haben, und das konnten wir uns gegenseitig auch absolut versichern, dass wir weiterhin, auch nach 14 Jahren, die wir jetzt in der Verantwortung stehen, dass wir auch nach dieser langen Zeit und nach diesem enttäuschenden Auftreten in Russland die große Motivation haben und die Energie haben und die Kraft haben und auch weiterhin die Begeisterung haben, dass, was wir in Russland verbockt haben, wieder eben auch auf gute Beine zu stellen, auf ein gutes Fundament zu stellen und dass wir mit aller Kraft, die wir haben und mit allem Einsatz daran gehen, dieses Schiff auch wieder auf Kurs zu bringen. Danach haben wir begonnen mit unserem Team, wir alle mit einer tiefgehenden, detaillierten Analyse. Eines ist klar, es gibt ja bei einer Analyse und bei einem Scheitern nicht den einen finalen Grund und die eine finale Erklärung, sondern es sind auch immer die Summe vieler Dinge, die passieren. Genauso ist ja auch beim Erfolg, dass wenn man einen Titel gewinnt oder ein Turnier gewinnt, passt auch irgendwie alles zusammen. Für einige hat diese Analyse vielleicht lange gedauert, für manche vielleicht auch zu lange. Wir haben uns ganz bewusst diese Zeit genommen. Vor allen Dingen deswegen, weil ich mit allen Spielern oder nicht mit allen, aber mit einigen wichtigen Spielern ganz einfach mich auch nach deren Urlaub austauschen wollte. Ich wollte mit ihnen sprechen, ich wollte ihre Gefühlslage kennenlernen, ich wollte einige Informationen sammeln, so wie sie das eben auch gesehen haben. Diese Analyse, die hatten wir dann auch nach 3 oder 4 Wochen
auch soweit gemacht. Wir wollten natürlich auch das Ende der WM abwarten, um zu sehen, welche Mannschaften spielen denn unter den letzten 8, unter den letzten 4, wohin geht der Fußball, was sind die Trends bei dieser WM 2018 gewesen. Wir haben uns dann auch die Mühe gemacht, dass wir die anderen Turniere, die wir gespielt haben, vor allen Dingen die Turniere 2010 und 2014 sowie 2018 eben auch nochmals angeschaut haben und alle möglichen Daten, die wir hatten, alle möglichen Erkenntnisse, die wir hatten, einfach auch nochmals versucht haben zu vergleichen und dem alles das mal gegenüberzustellen. 2010 waren wir eine Mannschaft bei der ersten WM, die ich und der Oliver eben auch gemacht haben, waren wir eine Mannschaft, die war geprägt von einer starken Defensive, von einer großen Kompaktheit. Und wir haben damals vor allen Dingen über sehr, sehr viele Konter, über schnelle Konter, über Gegenangriffe haben wir es geschafft, ein gutes Turnier zu spielen und ins Halbfinale zu kommen. Es gab danach natürlich ständig auch eine Weiterentwicklung. 2014 sind wir dann Weltmeister geworden, 2018. Und das war vor allen Dingen auch die Konsequenz aus dem Turnier 2014, sind wir immer mehr eine Mannschaft geworden, die über einen Ballbesitz, über totale Dominanz versucht, eben auch ihre Spiele zu gewinnen. Was wir bei allem festgestellt haben, bei allen Daten, die wir hatten und die für uns in unserer Analyse eben auch wichtig sind, haben wir festgestellt, dass wir 2014 bei allem das, was wir gemessen haben und uns nochmals angeschaut haben, dass wir 2014 in der goldenen Mitte lagen. Dass wir uns von 2014 bis 2018 in puncto Ballbesitz entwickeln musste, war ja auch nur eine Konsequenz aus dem Turnier 2014, weil die Gegner natürlich auch immer mehr sich zurückgezogen haben. Wir haben immer auch gegen eine massive Defensive gespielt, weil die Gegner auch resultierend aus dem Spiel Brasilien in Brasilien aus dem Turnier 2014 immer mehr Angst gehabt haben, von uns ausgekontert zu werden. Also wir wollten diese Spielweise weiterentwickeln und ständig eben auf diesem Niveau eben auch halten. Das ist uns 4 Jahre lang hervorragend gelungen. Wir waren Vorbild für viele in der Welt. Wir waren ein Benchmark, was unsere Spielweise auch betraf. Die Erkenntnisse aus dieser WM. Folgende. Zum einen, die Defensive stand viel mehr wieder im Vordergrund, als die Turniere davor das gezeigt haben. Fast alle Mannschaften haben ausschließlich mit drei offensiven Spielern agiert. Das Konterspiel wurde wieder viel mehr aktualisiert und es sind viel mehr Tore aus Kontersituationen gefallen und die Standard haben eine nicht unwesentliche Rolle eben auch für diesen Erfolg oder für bei dieser WM eine Rolle gespielt. Ballbesitzfußball war die Frage, ist Ballbesitzfußball vorbei? In der Liga in Deutschland, Bayern München, in Frankreich, Paris, in Spanien, Barcelona, in England, Manchester City. Das sind alles Mannschaften, die über einen hohen Ballbesitz verfügen und eigentlich auch ein sehr, sehr offensives Spiel prägen. Die Champions League-Meisterschaft hat aber Real Madrid gewonnen. 3-mal in Folge mit einem etwas anderen Stil. Also auf Strecke gesehen in einer Meisterschaft ist natürlich Ballbesitzfußball weiterhin wichtig. In einem K.O.-Wettbewerb wie der Champions League oder wie bei der WM ist eine Anpassung gefragt. Und meine Erkenntnisse aus diesem Turnier waren, und das war meine allergrößte Fehleinschätzung und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen.
Wenn wir dieses Spiel so, wie wir es getan haben und wie wir das auch häufig sehr gut gemacht haben, müssen auch alle Rahmenbedingungen stimmen. Es müssen alle Dinge erfüllt sein, damit wir dieses hohe Risiko, das wir normalerweise immer in den Spielen gehen, dass wir das auch eben tolerieren können. Diese Rahmenbedingungen haben in diesen Spielen bei uns nicht gepasst. Und ich hätte die Mannschaft, und das war wirklich die größte Fehler, und das war fast schon arrogant, ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren. Und ich hätte die Mannschaft müssen schon frühzeitig einfach auch vorbereiten auf eine etwas stabilere, sichere Spielweise. So, wie es 2014 eigentlich der Fall war, war eine große Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive, die da stattgefunden hat. Und ich wollte das perfektionieren und war einfach auch der festen Überzeugung, mit dieser Art und Weise zu spielen, kommen wir durch diese Vorrunde und dann müssen wir ein bisschen adaptieren. Und das war die größte Fehleinschätzung, weil wir am Anfang eben auch schon mit dem ersten Spiel gegen Mexiko sozusagen ein K.O.-Spiel hatten. Eine WM ist ein K.O.-Wettbewerb und wenn man das erste Spiel nicht gewinnt, muss man das zweite und dritte schon gewinnen. Und deswegen die wichtigste Erkenntnis von meiner Seite als Trainer: Wir müssen unsere Spielweise adaptieren und müssen neue Möglichkeiten finden, um flexibler, variabler zu sein und um stabiler zu sein. Wir dürfen in einigen Spielen nicht mehr dieses ganz, ganz hohe Risiko einfordern und dieses hohe Risikospiel eben auch forcieren. Die zweite wichtige Erkenntnis aus meiner Sicht ist, wenn man ein Turnier gewinnen will, braucht man unglaublich viel Enthusiasmus. Man muss ein Feuer schüren und ein Feuer muss sich ständig eben auch vergrößern von Runde zu Runde. Und diese Lunte muss immer mehr brennen. Und nachdem wir 2014 diesen Titel gewonnen haben und eben auch an der Spitze waren, hatten wir es bei diesem Turnier ganz einfach auch nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, neue Schlüsselreize zu setzen, ein neues Feuer so zu entzünden, dass es eine riesige Flamme gibt und dass alle mit unglaublicher Begeisterung, Enthusiasmus und mit großer Leidenschaft und auch wieder mit den anderen Tugenden, Einsatz, bedingungsloser Kampf und so weiter, Zweikampfstärke, das haben wir bei diesem Turnier nicht erreicht. Wir hatten schon eine kleine Flamme und meine Spieler haben normalerweise Feuer. Aber bei diesem Turnier konnten wir das so nicht abrufen und das wäre natürlich auch meine Aufgabe gewesen, eben auch das innerhalb der Mannschaft irgendwie zu forcieren und zu fordern und einzufordern über Ansprache, über gewisse Trainingseinheiten, über die Emotionalität. Und wir sind insgesamt sehr strukturell und strategisch an die Dinge herangegangen in unserer Spielweise und haben manchmal eben auch andere Dinge so ein bisschen vermissen lassen. Und wenn wir diese Analyse jetzt so gemacht haben, dann sind das für mich die zwei allerwichtigsten Erkenntnisse für mich als Trainer, weil ich ganz einfach auch der Meinung bin, wenn wir diese Dinge jetzt wieder einfordern, wenn wir das erreichen, wenn wir eine gute Ausgewogenheit in unserem Spiel bekommen, wenn wir wieder diese Leidenschaft und das Feuer bekommen, dann haben wir ein sehr, sehr gutes Fundament. Man darf nicht alles eben auch schlecht sehen, was war. Wir haben viele Dinge gut gemacht. Bei diesem Turnier konnten wir es nicht abrufen. Es gibt viele Dinge, die wir analysiert haben. Vielleicht möchte ich in aller Kürze, ich möchte nicht alle Details hier offenlegen, dass ist meine Aufgabe als Trainer, das auch mit der Mannschaft zu machen. Aber ich möchte Ihnen vielleicht mal einen ganz kurzen Einblick geben über ein paar Zahlen, über ein paar Fakten und über ein paar wichtige Erkenntnisse von uns. Wir hatten im Grunde genommen bei diesem Turnier eigentlich die gleichen Herausforderungen zu bewältigen. Der Gegner stand sehr, sehr tief, haben versucht, über Konter zu agieren. Wir hatten insgesamt wahnsinnig viel Ballbesitz. Und ich glaube auch über 60% Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Und die Gegner haben versucht, über Kontersituationen eben auch zu einem Tor zu kommen. Wir haben insgesamt in unserer Spielweise viel weniger Sprints, in sehr intensive Läufe investiert,
als das noch bei den Turnieren 2014 und 2010 der Fall war. Wir haben da eine deutliche Reduktion gehabt und genau von dem hat eigentlich auch unsere offensive Spielweise teilweise auch gelebt im letzten Drittel, auch wenn die Räume enger sind, dass wir in die Tiefe gehen mit hoher Intensität. Und das haben wir nicht gemacht in diesem Maße. Und von daher hatten wir zwar eigentlich nach drei Spielen eine relativ hohe Laufleistung gesehen von unserer Mannschaft. Ich glaube, wir sind am zweitmeisten gelaufen nach drei Spielen. Aber uns hat bei diesem Turnier auch die hohe Intensität eben auch gefehlt. Wir haben insgesamt viel weniger Geradlinie gespielt als noch 2014 oder 2010. Und wir haben vor allen Dingen viel langsamer auch gespielt im Spielaufbau, in unserem Ballbesitz. Ich glaube, 2014 hatten wir einen Schnitt von Ballannahme zum Spiel, Weiterleiten, glaube ich, 1,19 Sekunden. 2010 waren es 1,2 und diesmal war es fast ein Viertel mehr. 1,5, 1,6 Sekunden hat es gedauert. Also auch diese Zahlen belegen, dass wir nicht nur in der Intensität ohne Ball, sondern auch in der Geschwindigkeit mit dem Ball, im Passspiel, viel zu lange gebraucht haben und der Gegner natürlich auch jedes Mal wieder die Möglichkeit hatte, sich dementsprechend auch wieder zu organisieren. Wir haben, und das haben wir auch festgestellt, einfach auch ein großes Problem in der Chancenauswertung. Wir hatten so viele Torschüsse, Torabschlüsse, Torabschlussversuche, wie noch nie zuvor. Ich glaube, 2010 hatten wir 15 pro Spiel, 2014 hatten wir 13 pro Spiel, 2018 bei diesem Turnier hatten wir 24 Torabschlüsse pro Spiel. Und wir erzielten noch nie so wenige Tore. Wir benötigten 30 Schüsse mehr für ein Tor als 2014. Und das habe ich schon eingehend erwähnt. Wir hatten 2014 in allen Messungen, in all dem, was wir gesehen haben, was wir auch analysiert haben, einfach auch die goldene Mitte gefunden. Wir hatten die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive, zwischen schnellem Spiel und eben auch Spielkontrolle, zwischen Spiel in die Breite, in die Tiefe. Was die Laufwege betraf, waren wir in allen Bereichen in der Mitte zwischen 2010 und 2018. Das ist vielleicht mal ein kurzer Einblick, weil das für uns auch wichtig sind. Diese Daten sind manchmal auch ein bisschen vielleicht auch so gesehen die Berechnungen verwirrend, aber wir können schon auch wichtige Erkenntnisse daraus ziehen, was die Zukunft für unsere Spielweise betraf. Es bedarf natürlich auch Veränderungen. Wir haben ein sehr, sehr großes Team, auch ein sehr, sehr großes Team hinter dem Team. Wir hatten einen sehr, sehr großen Trainerstab. Diese Leute haben alle eine sehr, sehr hohe Qualität. Wir wollten aber auch die Konzentration wieder ein bisschen schärfen, kürzere Wege haben und manchmal ist weniger auch mehr. Wir haben uns entschieden, dass Demiro ja aus bekannten Gründen zu Bayern München ging als U-Trainer, dass der Thomas Schneider nicht mehr im Trainerstab sein wird. Der Trainerstab besteht aus Markus Sorg, Andi Köpke und mir, plus einem Fitnesstrainer. Wir haben entschieden, dass der Thomas Schneider die Leitung der Scouting-Abteilung übernimmt. Wir wollten ganz bewusst einen Fachmann und auch einen Trainerkopf in diesem Team Scouting haben, was die Analyse und die Gegnerbeobachtung betrifft. Urs Siegenthaler wird aber selbstverständlich weiterhin auch in diesem Bereich tätig sein. Der Urs bekommt einfach auch ein bisschen übergeordnete Rollen zugewiesen, der wird die Gegner beobachten, die uns dann eben möglicherweise bei der EM 2020 eben auch auf die wir treffen und er wird die Entwicklungen im Fußball, wie er das bislang auch gemacht hat, weiterhin natürlich auch tun. Er wird Afrika Cup, Copa America und so weiter natürlich auch immer wieder wahrnehmen. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir jetzt, was die nahe Zukunft betrifft, natürlich auch
wichtige Schritte einleiten mit der Mannschaft. Es lag nicht an einem Einzelnen, sondern in der Summe haben wir geliefert. Und ich glaube, ich weiß und alle Fußballexperten wissen auch, dass einige von unseren Spielern, die schon auch viel Erfahrung haben, dass die eben auch mehr können, als sie gezeigt haben. Deswegen wird es für uns wichtig sein, eben auch jetzt einen richtigen Mix zu finden zwischen Erfahrung, weil Erfahrung ist nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Fundament, auch für einen Aufbruch, für einen Neubeginn. Und eben auch aus jungen, dynamischen, hungrigen Spielern, dass wir das finden. Wir haben wichtige Aufgaben vor uns. Nations League, das nehmen wir sehr, sehr ernst. Wir spielen gegen Weltmeister und gegen Niederlande. Wir haben sehr, sehr wichtige Aufgaben. Deswegen wird es wichtig sein, da die richtigen Schritte auch einzuleiten. Die Mannschaft auf diese Herausforderungen, die ich eingangs erwähnt habe, darauf wieder vorzustellen, das aus ihnen herauszuholen und rauszukitzeln. Und dann werden wir eine gute Mischung zwischen Erfahrung und Jugend haben. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch dieses jetzt erst recht Gefühl nach diesem Debakel in Russland, dass wir das auch eben wieder hinbekommen und dass die Mannschaft mit einer ganz anderen Freude, mit einer ganz anderen Begeisterung, mit einer ganz anderen Leidenschaft und auch taktisch variabler zu Werke geht, dessen bin ich mir sicher und da bin ich voller Überzeugung. Vielleicht ein Thema Mesut Özil. Viele haben sich gefragt, warum ich nach seinem Rücktritt mich nicht geäußert habe. Es war so, dass sein Berater mich eben angerufen hat, spät nachmittags am Sonntag, und hat mir mitgeteilt, dass der Mesut gleich die dritte Erklärung rausgibt und eben auch den Rücktritt bei der Nationalmannschaft bekannt gibt. Der Spieler selber hat mich nicht angerufen. Normalerweise war es in der Vergangenheit immer so, wenn Spieler zurücktreten, wenn Spieler ein Problem haben, dann gab es immer sehr, sehr gute Gespräche. Der Mesut hat sich für einen anderen Weg entschieden, mich bis heute nicht anzurufen, obwohl ich jetzt, seit 1,5, 2 Wochen ihn mehrfach versucht habe, eben auch zu erreichen, per SMS oder per Telefon, das mir aber auch nicht gelungen ist, ihn ans Telefon zu bekommen. Er hat sich für diesen Weg entschieden und das muss ich jetzt einfach mal so akzeptieren. Ich glaube, wir haben die Situation insgesamt mit diesen Fotos natürlich auch absolut unterschätzt, habe auch ich unterschätzt. Für mich war eigentlich die Situation so, dass er und als er und Ilkay bei uns in Berlin waren und dann auch bei Präsident Steinmeier, dass ich auch der Meinung war, dass wir dieses Thema somit eben auch größtenteils aus der Welt schaffen und dass meine einzige Intention war, eben auch jetzt, wir stehen vor einer WM, wir müssen uns vorbereiten, wir wollen sportlich gut sein. Und das war mein einziger wichtiger Gedanke, uns richtig auf diese WM vorzubereiten. Dieses Thema hat natürlich auch Kraft gekostet. Dieses Thema war natürlich auch nervenaufreibend, weil das Thema immer wieder da war. Aber es soll jetzt auch kein Alibi sein, weil das war nicht der Grund, warum wir ausgeschieden haben. Und für mich war der Mesut oder der Ilkay klar, dass ich sie aus sportlichen Gründen nominiere. Und dass der Mesut jetzt auch in seinem Rücktritt natürlich auch mit dem Vorwurf gegenüber dem DFB in Sachen Rassismus hat er ganz einfach auch überzogen. Eines kann ich mit Bestimmtheit sagen. Weder bei diesem Gespräch in Berlin, wo der Präsident anwesend war, und der Oliver und 2, 3 andere Leute, gab es niemals, auch nur im Ansatz, eine Art von Rassismus. Und niemals in meiner Mannschaft, niemals in der Mannschaft, in der Zeit, in der ich beim DFB war, gab es niemals auch nur einen Ansatz von rassistischen Äußerungen in unserer Mannschaft. Unsere Spieler, die haben bislang alle, und es war auch der Mesut und auch der Ilkay, haben sich immer mit unseren Werten identifiziert, haben wahnsinnig gerne für Deutschland gespielt. Und da hat sich
bis heute eigentlich auch nichts bei den Spielern, die bei uns sind, mit Migrationshintergrund jemals geändert. So, dann danken wir zunächst mal den Ausführungen des Bundestrainers. Bevor wir dann in Richtung Ausblick und Kader schauen, darf ich Oliver Bierhoff bitten, von seiner Seite, ich habe es angedeutet, die Ereignisse neben dem Platz rückblickend auch nochmal zu analysieren und zu bewerten. Bitte schön, Oliver. Ja, danke, Jens. Ja, seit dem Ausscheiden ist ja wirklich viel kommentiert und geredet und geschrieben worden. Und dabei ging es natürlich auch nicht nur um die Frage, wie wir unser Ausscheiden sportlich erklären können, sondern es ging natürlich auch um das Auftreten und Erscheinungsbild der Nationalmannschaft und ähnlich auch wie bei Yogi. Diese Frage, wie das alles passieren konnte, nicht nur das sportliche Ausscheiden, sondern generell das Erscheinungsbild, darüber mache ich mir natürlich seitdem wirklich jeden Tag auch meine Gedanken. Wir haben in den vergangenen Wochen wirklich alle Aspekte der Teamleistung analysiert und auch für mich war es erstmal wichtig, mit den direkt Beteiligten zu sprechen, mit den Spielern, mit Betreuern. Viele von ihnen haben ja auch schon einige Turniere mit uns gespielt und konnten daher auch Vergleiche ziehen. Und es war interessant und wichtig für mich, in persönlichen Gesprächen, in Telefonaten oder eben auch teilweise in Zusammenfassungen, in Mails, die gekommen sind, weil auch den Betreuern und Spielern ja vieles am Herzen liegt, das zu erfahren. Und für mich war auch wichtig, die Sichtweisen und Einblicke von und Betrachtungsweise von nicht direkt Beteiligten, von Außenstehenden zu bekommen, weil dann hat man ja auch mal einen neutraleren Blick als von den Menschen, die irgendwie davon betroffen sind. Und natürlich ist es dann auch so in einer Analyse, dass mit etwas Abstand so mancher Hinweis oder mancher Kritikpunkt auch differenzierter betrachtet wird. Eins ist klar, für die Außendarstellung der Mannschaft und auch für die Teamentwicklung nach innen bin ich verantwortlich und ich könnte jetzt hier auch natürlich stundenlang referieren in Details, woran ich glaube, an kleinen Aspekten es zu diesem Bild geführt hat. Aber in der letzten Woche, wo wir bei den Ligavertretern waren und über den Fußball diskutiert haben, hat dann an einer gewissen Stelle Karl-Heinz Rummenigge und Rudi Völler gesagt, Jungs, der Fußball ist doch gar nicht so kompliziert, der ist doch recht einfach. Einfach ausgedrückt muss ich sagen, uns hat einfach die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig aufgetreten und haben eigentlich unseren Erfolg und auch die Unterstützung unserer Fans für zu selbstverständlich gehalten. Und wir haben einfach auch natürlich geglaubt, dass die Erfolgsgeschichte, die wir jetzt über 14 Jahre schreiben und die natürlich auch gerade in der letzten Zeit mit dem Gewinn des Confed Cups, Gewinn der Weltmeisterschaft und eben auch der tollen Qualifikation, dass das ein Selbstläufer ist. Und da waren wir nachlässig. Und die Emotionalität und Enttäuschung rund um die Mannschaft, diese Wucht, die jetzt in den letzten zwei Monaten auch auf uns eingetroffen ist, zeigt doch eigentlich immer wieder, welche hohe Bedeutung unsere Nationalmannschaft für dieses Land und für die Fans hat. Und das bedeutet eben auch Verantwortung. Und dieser Verantwortung, auch dieser Bedeutung, müssen wir alle nachkommen. Die Spieler, die Trainer, die Manager und natürlich auch die Betreuer, der gesamte Stab. Und das werden wir auch verstärkt angehen, um uns das wieder zu verinnerlichen. Natürlich ist man als Verantwortlicher oder Teilverantwortlicher, steht man natürlich dann auch in der Kritik. Und deswegen habe ich natürlich auch die Kritik verstanden, teils auch nachvollziehen können. Und man macht sich natürlich auch Gedanken darüber, was hättest du ändern müssen, wo hättest du etwas anders machen müssen. Das sind ja Fragen, die man sich zuerst stellt. Und wer meine Karriere verfolgt hat, weiß, dass sie sehr häufig mit Kritik verbunden war, dass diese Kritik mich nicht niedergehauen hat, sondern noch angestachelt hat und dass sie mir auch geholfen hat, Dinge zu reflektieren und auch wieder Dinge neu anzupacken und sich selbst in Frage zu stellen. Für mich muss ich sagen, ärgere ich mich, dass ich einfach gewisse Entwicklungen und Muster, die sich im Laufe der letzten Monate auch ergeben habe, vielleicht unterschätzt habe, nicht eingegriffen habe und vor allen Dingen an der einen oder anderen Stelle auch nicht sensibel und konsequent genug gehandelt habe. Aber ich muss auch sagen, wir haben das ja häufig schon gesagt,
Wir blicken auch auf 14 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Und das habe ich auch häufig in Gesprächen auch mit Externen gehört. Also es wäre jetzt vollkommen verkehrt, alles das über den Haufen zu schmeißen, was wir in diesen 14 Jahren erreicht haben, auf das wir sehr stolz sind, das, glaube ich, der Nationalmannschaft, dem DFB und dem deutschen Fußball gedient hat. Und da ist es einfach auch ganz wichtig für uns als Verantwortliche, für mich als Verantwortlichen, sich da jetzt nicht von Stimmungen und Emotionen leiten lassen. Vielmehr geht es ja darum, aus den Fehlern zu lernen, nach vorne zu sehen und die Probleme entsprechend anzupacken. Bevor ich jetzt auf 4 Punkte komme, die mich in den letzten Wochen medial auch immer begleitet haben und die auch meinen Verantwortungsbereich betreffen, möchte ich auch noch mal etwas zu Mesut sagen. Jogi hat ja schon einige Ausführungen dazu gehabt. Ich habe jetzt mit Mesut 9 wunderbare Jahre in der Nationalmannschaft verbracht. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo er als ganz junger Spieler mit Klaus Allofs zum DFB kam und wir die Gespräche geführt haben und er auch vor der Entscheidung stand, ob er für Deutschland oder Türkei spielt, und er sich für Deutschland entschieden hat. Und das war ein unglaublich wichtiger Punkt für uns in vielerlei Aspekten, und hat uns einfach mit seinem Fußball und auch Erfolg hatten und auch 2014 Weltmeister wurden. Dass jetzt dieser Rücktritt so vollzogen wurde, das schmerzt uns alle. Ihn ja auch, wie er es gesagt hat. Und es tut mir natürlich unglaublich leid, dass die Situation auch so entstanden ist. Wir haben einfach die Situation unterschätzt und war falsch eingeschätzt, dass diese Reaktionen, dass diese Emotionen, dass auch politische Reaktionen stattfinden. Und ich habe mich wirklich ausführlich, schon auch während der Zeit in der Vorbereitung, aber vor allen Dingen danach, mit unglaublich vielen Menschen unterhalten, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, mit unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. Und ich habe es in meinen 30 Jahren Profikarriere im Profifußball noch nie erlebt, dass die Meinungen so weit auseinandergingen. Und natürlich macht man sich hier auch Gedanken, wie, was hätte, wie könnte. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, die mittlerweile so kompliziert ist, dass es dort Fragen gibt, auf die man final auch keine Antworten bekommt. Eins ist klar, ein Nationalspieler kann keine Zielscheibe für rassistische Beleidigungen sein. Da müssen wir gegen angehen. Und ich weise natürlich Jogi, unser Präsident, aber auch viele Spieler schon natürlich den Rassismusvorwurf in der Nationalmannschaft und auch im DFB klar zurück. Zu den 4 Punkten möchte ich einfach eingehen, weil das immer wieder thematisiert wird. Die Identität der Nationalmannschaft. Nationalspieler zu sein, das kann ich überhaupt nicht, war ja jemand, ist etwas ganz Besonderes. Da träumst du als Kind von, und für dein Land zu spielen, und das sehen wir immer wieder, auch bei jeder Weltmeisterschaft, ist die höchste Auszeichnung. Und wenn ich jetzt die Aussagen der Spieler in den letzten Wochen gelesen habe, auch in den Interviews, kann man einfach sehen, dass sie es auch so sehen. Ja, das merkt man, und das haben wir in all der Zeit, wo wir da sind, immer wieder gespürt. Die Spieler kommen mit großer Freude zu uns. Die sind unglaublich stolz, für Deutschland zu spielen. Die wollen den Adler auf der Brust haben. Die wollen eine Weltmeisterschaft spielen. Sie freuen sich, unter den Besten zu sein. Und das war auch, das kann ich sagen, auch bei den Spielern, die zur WM gefahren sind. Da hat sich jeder akribisch darauf vorbereitet, auch wenn das Ergebnis nicht das war, was wir uns natürlich erhofft haben. Aber der Einsatz stimmt immer. Und es muss natürlich auch im Auftreten deutlich werden. Und um das zu erreichen, werde ich auch wieder mehr einfordern, auch mehr vorgeben. Wir haben zur WM 2006 mal einen Verhaltenskodex eingeführt in der Mannschaft, um einfach auch so einen Zusammenhalt zu haben. Ja, gewisse Leitplanken, in der sich die Gruppe bewegt. Und den haben wir auch über die Jahre immer weiterentwickelt. Und das Schöne war, wie in vielen Punkten bei uns in der Mannschaft, wir haben es irgendwann gelebt, wie selbstverständlich. Und wir brauchten dort nichts mehr an die Wand nageln oder irgendwelche Schriften hinschreiben, um zu sagen, das müsst ihr machen. Wir haben unglaublich professionelle Spieler. Der Erfolg zeigt es auch, dass die Werte, für die wir stehen, Respekt, Identität,
Professionalität, gerade im Umgang miteinander, dass dies auch immer vollzogen wurde. Aber, und das muss ich natürlich eingestehen, haben wir das vielleicht doch auch ein bisschen schleifen lassen oder wir hätten es hier und da anziehen müssen, um einfach auch wieder dort eine klare Richtung vorzugeben. Und das werde ich verstärkt machen, werden wir verstärkt machen, auch mit dem Trainerstab, klare Vorgaben. Aber wir werden natürlich auch hier gemeinsam mit den Spielern dieses Bild entwickeln. Auch das war von uns immer eine Stärke, dass wir das als Team gemacht haben und dort dieses Bild gemeinsam entwerfen. Und wir werden natürlich an der Weiterentwicklung arbeiten, wieder mit Vorträgen, auch mit sportpsychologischen Maßnahmen oder anderen Aktivitäten. Und eins ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir wollen wieder näher an die Spieler rankommen. Das ist ganz wichtig, die Kommunikation in der Zeit, natürlich während der Länderspiele, aber auch außerhalb der Länderspiele, halt mit Beobachtungen, mit Besuchen in Heimatorten, mit, wie das auch die moderne Kommunikation unter den Spielern ist, natürlich WhatsApp oder SMS oder wie auch immer, aber wir werden die Kommunikation intensivieren. Und eine besondere Atmosphäre in der Nationalmannschaft war immer gegeben, das war uns immer besonders wichtig. Das ist auch unser Führungsstil und wir haben uns da auch die Spieler immer als Familie betrachtet. So wie wir miteinander umgehen, so wie wir auch ein verschworener Kreis werden, damit wir erfolgreich spielen können. Und dafür ist natürlich auch wichtig, den Personenkreis rund um die Mannschaft so klein wie möglich zu halten. Wir haben in den vergangenen Jahren haben wir den Betreuerstab immer mehr erweitert, in guter Absicht, weil wir halt immer präziser, immer detaillierter mit den Spielern arbeiten wollen, weil wir natürlich immer für jede Geschichte noch einen Experten hatten. Aber wir sehen vor, dass wir einfach diesen Kreis um einige Personen streichen. Gegenüber dem WM-Aufgebot, wenn man das beim Betreuerstab sagen kann, werden es 11 Personen weniger sein. Gegenüber einem normalen Länderspiel sind es 7. Und werden da einfach uns auch von erhoffen, dass wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, gewisse Abläufe optimieren und vereinfachen und natürlich auch den direkteren Kontakt mit den Spielern, aber auch untereinander schaffen. Mir ist es an dieser Stelle aber auch ganz wichtig zu sagen, dass diese Maßnahme nicht darin begründet ist, dass irgendeiner der Betroffenen, der nun nicht mehr dabei ist, eine schlechte Arbeit geleistet hat. Das Team hinter dem Team, für das ich ja auch verantwortlich ist, hat auch wieder bei der WM wirklich alle tolle, kompetente, super Arbeit abgeliefert. Und dafür bin ich natürlich dem ganzen Team dankbar. Ihnen gilt auch meine Wertschätzung. Und das gilt für alle Betreuer, aber natürlich auch für die, die aufhören. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal im ganz Besonderen Dr. Müller-Wohlfahrt und Klaus Eder nennen, die aus Altersgründen auch diese Funktion nicht mehr wahrnehmen wollen, aber die uns über 30 Jahre, mich als Spieler, dann als Manager, die Mannschaft mit Herz und Leidenschaft begleitet haben, die nachts hin und her geflogen sind, sich eingesetzt haben und ab jetzt auch nicht mehr bei uns sind. Das zweite ist die Entfremdung, fehlende Fannähe, auch das wurde genannt. Und neben aller Kritik haben mich vor allen Dingen diese Berichte besonders getroffen, weil es einfach auch meine tiefe Überzeugung ist, dass diese Nähe und Bindung zu den Fans auch ein ganz entscheidender Faktor ist und ein wichtiger Aspekt. Und ich muss erkennen, dass natürlich trotz unserer Bemühungen, die wir im Vorfeld hatten, also wir haben ein Fanländerspiel gemacht um 18 Uhr mit 5-Euro-Ticketspreisen, wir haben ein öffentliches Training in Südtirol gemacht, entgegen den Behauptungen, wir haben auch vor dem Bus unterschrieben oder sind mit dem Fahrrad zum Training gefahren, was zu meiner Zeit überhaupt nicht möglich war und die Spieler haben dort unterschrieben. Aber irgendwie sind wir da unseren Bedürfnissen der Fans nicht näher gekommen. Und diese Hinweise nehme ich ernst, ich möchte sie nicht abwischen, weil es ist ja ein Gefühl, das da ist und auch dort höre ich natürlich nicht nur bei Direktbeteiligten herum. Und deswegen werden wir natürlich auch in Zukunft daran arbeiten, diese Nahbarkeit und Bodenständigkeit zu unseren Fans einfach wieder deutlicher zu machen. Da denke ich natürlich vor allen Dingen auch mal wieder häufiger die Türen und Toren aufzumachen, dass vor allen Dingen unsere Kinder und Jugendlichen ihre Stars von der Nähe sehen können.
möchte halt jetzt schon darauf hinweisen, dass der September natürlich ein besonderer Moment ist, eine besondere Situation. Wir haben nur ganz wenig Zeit für das wirklich wichtige Spiel gegen Frankreich. Aber ich kann schon in Absprache mit den Trainern auch für den Oktober und November hier eine öffentliche Einheit in Berlin und Leipzig versprechen. Und wir werden auch an weiteren Formaten arbeiten und immer wieder auch diese Nähe und Bindung zu den Fans aufzuzeigen. Das wird man sehen. Und manchmal fängt es auch ganz banal an, wenn die Mannschaft halt am Bus unterschreibt oder am Hotel oder eben auch gemeinsam wieder in die Kurve geht. Das Ziel ist klar, auch dort näher aufbauen. Kommerzialisierung, auch das wurde immer wieder genannt. Und das Thema Kommerzialisierung beschäftigt ja jetzt nicht nur die Nationalmannschaft, sondern eigentlich den gesamten Fußball, den Weltfußball, aber auch die Bundesliga. Das merkt man ja immer wieder an den doch ja, emotionalen und hitzigen Diskussionen, teilweise auch zwischen den Mannschaftsvertretern. Und auch mir wurde zu viel Kommerzialisierung bei der Nationalmannschaft vorgeworfen. Und da möchte ich doch einiges irgendwie klarstellen, was verkehrt dargestellt wurde. Also erstens, für die Abschlüsse von Sponsoring und TV-Verträgen und den Inhalten davon, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Vielmehr ist es meine Arbeit, für ein erfolgreiches und sympathisches und gutes Auftreten der Nationalmannschaft zu sorgen. Ich glaube, das habe ich in den letzten 14 Jahren gut geschafft. Aber natürlich, dass wir auch für viele Partner interessant sind und die Einnahmen im DFB erhöhen können. Der DFB hat in den letzten 10 Jahren seine Einnahmen gerade aus diesen Bereichen signifikant erhöht. Ja, und das dank vor allem, denke ich, auch den Erfolgen und der Leistung bei der Nationalmannschaft. Und diese Einnahmen sind die Haupteinnahmequellen des gesamten Verbandes. Unser Schatzmeister spricht, das ist unser Rückgrat. Ja? Und es ist auch klar, nur ein Bruchteil, und ich kann wirklich auch nur sagen, nur ein Bruchteil, Sie können die Zahlen gerne mal dem Finanzbericht unseres Schatzmeisters entnehmen, wird dabei für die Nationalmannschaft verwendet. Der Rest des Geldes geht in den Gesamtfußball, in unsere Landesverbände, an die Basis, um einfach unseren gemeinnützigen Aufgaben nachzukommen. Also wann immer wir über gewisse Dinge diskutieren, die auch wirtschaftliche Aspekte haben, müssen wir natürlich auch sehen, dass das bedeutet weniger Geld für den Gesamtfußball und nicht für die Nationalmannschaft. Und dennoch sage ich natürlich, müssen wir diesen Spagat, da auch darauf habe ich schon seit langer Zeit immer wieder hingewiesen, zwischen Kommerz und authentischer, ehrlicher Arbeit, dem Wichtigen, darauf, wo es ankommt, den guten Fußball, den müssen wir immer wieder schaffen. Zweitens ist aber klar, wir haben in 2018, jetzt bei der WM, keinerlei mehr kommerzielle Aktivitäten durchgeführt als bei unserem Traumjahr 2014, wo alles toll war. Das muss man einfach mal festhalten, nicht mehr Aktivitäten, nicht mehr Zeit damit oder Präsenzen. Die Kampagne zusammen war ein DFB-Claim, ja, der eigentlich all unsere sozialen Aktivitäten in Russland als DFB bündeln sollte. Es war keinerlei kommerzieller Hintergrund bei dieser Kampagne. Sie war eigentlich gut gemeint, dass wir gesagt hatten, wir wollten zeigen, dass wir auf die Russen zugehen, dass wir Dinge zusammen erreichen. Aber wahrscheinlich ist es schlecht oder vielleicht auch zu dominant kommuniziert worden. Und dennoch versuche ich natürlich, die Zwischengeräusche zu hören und zu gucken, wenn dieser Eindruck entsteht, muss man sich natürlich dennoch darüber Gedanken machen. Und ich glaube einfach natürlich, dieses Gemisch aus diesem etwas selbstgefälligen Auftreten und natürlich auch der Bildsprache, der Darstellung in gewissen Dingen, ist dieses Gefühl entstanden, was mich natürlich ärgert, weil auch das ist mein Ziel, dass wir durch solche Aktivitäten auch mit unseren Partnern natürlich auch Emotionen und Bindung bei den Fans schaffen. Wir sind ein verlässlicher Partner, wir werden auch unseren vertraglichen Verpflichtungen in Zukunft immer nachkommen, das ist ganz wichtig, aber wir werden auch mit unseren Partnern gemeinsam die mannschaftsrelevanten Aktivitäten anschauen, betrachten und gucken, inwieweit wir anders oder dezenter in gewissen Fällen auftreten können. Und entsprechend habe ich auch den Vorschlag unseres Präsidenten aufgenommen, den Begriff die Mannschaft, der ja auch diskutiert wurde, zu analysieren. Auch das passiert. Ich glaube, auch hier ist wichtig, sich nicht von Stimmungen und Emotionen leiten zu lassen, sondern das Ganze
systematisch zu analysieren, genau zu erforschen, mit verschiedenen Stakeholdern auch zu sprechen und dann entsprechend eine Entscheidung zu treffen, ob und wenn ja, wie man das ändern will. Der vierte Punkt, meine Aufgabe. Ja, auch das, seit dem 1. Januar 2018 übe ich das Amt des Direktors der Nationalmannschaften und der Akademie aus. Und dieses Amt ist mir vom Präsidium übertragen worden und bedeutet eine große Ehre, aber auch hohe Verantwortung für mich. Und hier muss ich einfach ein Team entwickeln, ich muss Impulse setzen, Strategien entwickeln und natürlich auch wieder es schaffen, den deutschen Fußball an die Weltspitze zu führen, damit wir bei der EM 2020 vielleicht wieder zu den Favoriten zählen können, aber damit wir natürlich auch in anderen Bereichen in unserer Nachwuchsarbeit und auch in der Ausbildung Weltspitze sind. Die Diskussion rund um unser Ausscheiden hat aber auch dazu geführt, dass es eine Gesamtbetrachtung des deutschen Fußballs gab. Und seit Jahren weise ich eigentlich darauf hin, dass wir im deutschen Fußball mit Sicherheit sehr gute Arbeit leisten, in unseren Leistungszentren der Vereine, in der Talentförderung, in unseren Jugendnationalmannschaften, aber dass andere Nationen aufholen und dass sie neugierig sind und auch mehr investieren und dass wir hier als gesamter Fußball gemeinsam mit der DFL auch neue Schritte gehen müssen. Und so haben wir schon seit Anfang des Jahres gemeinsam mit der DFL unter der Leitung von Ansgar Schwenken und Jotti Schatzi-Alexio eine Projektgruppe Zukunft Fußball gegründet, in der wir einfach auch über die Erkenntnisse und mögliche Maßnahmen in unserem Fußball diskutiert. Und ich bin auch froh, dass wir deshalb frühzeitig das Projekt Akademie angegangen sind. Denn daher hoffe ich mir natürlich schon, diese Einrichtung als Dienstleister für den gesamten Fußball im Spitzenbereich wie im Amateurbereich, dass wir dort neue Akzente setzen können und wichtige Themen und Projekte anstoßen können. Das alles kann ich natürlich nicht alleine, diese große herausfordernde Aufgabe. Und ob man das nun schaffen kann oder nicht, hängt natürlich von Struktur, Organisation und Personal ab. Aber es ist ja eigentlich ähnlich, wenn diese Rolle diskutiert wird, wie bei einem Verein, bei einem Sportvorstand. Ein Sportvorstand oder Geschäftsführer Sport im Verein ist auch verantwortlich für den gesamten Spitzensport, für die erste Mannschaft, für das Nachwuchsleistungszentrum, für die Trainer und so weiter. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich in der kurzen Zeit seit Januar schon ein kompetentes und motiviertes Team zusammenstellen konnte, das mich unglaublich unterstützt und dass ich dann auch mein Team und auch die Arbeit zu einem gewissen Zeitpunkt, zu einem anderen Zeitpunkt mal der Öffentlichkeit vorstellen werde. Dennoch möchte ich hier 3-4 Punkte nennen. Ab dem 1. Oktober 2018 wird Tobias Haupt als Akademieleiter bei uns tätig werden. Die Personalie haben wir ja bekannt gegeben. Und er wird dafür verantwortlich sein, dass viele vorhandene Wissen im DFB intelligent und gut in die Ausbildungskonzepte und in Innovationsprojekte zu bringen. Wir haben einfach beim DFB viel sportliches Wissen. Auch das wurde ja viel diskutiert. Wie viel Sportkompetenz ist im DFB? Da muss man auch fragen, was ist der DFB? Wer ist damit gemeint? Wir haben 50 Trainer im DFB. Wir haben Bundestrainer, wir haben den Trainerstab bei der A-Nationalmannschaft, wir haben einen Sportdirektor, der ein Trainer ist. Wir haben 22 festangestellte Trainer. Also ich glaube, wir haben genug Experten und kompetente Trainer bei uns im Haus, die sagen können, ob der Ball rechts oder links gespielt werden muss oder in einer Dreier- oder Viererkette. Und Tobias Haupt soll deswegen kein Trainer sein, sondern er soll vor allen Dingen neue Ausbildungskonzepte entwickeln. Die Art und Weise, wie man Dinge neu beibringt, welche Ausbildungswege man gehen kann. Denn da müssen wir natürlich auch gerade dran arbeiten, weil der Trainer das wichtigste Glied in so einer Mannschaft ist und wir sehen müssen, dass wir alle unsere Trainer auch in Zukunft wieder gut aufstellen. Seit 13 Jahren haben wir einen Sportdirektor. Auch das ist zurzeit mit Horst Rubesch optimal besetzt. Er wird aber zum Jahresende aus Altersgründen aufhören. Hier bin ich anderer Meinung. Das muss ein Trainerkopf sein. Denn der ist verantwortlich für die sportliche Ausrichtung unserer Nationalmannschaften und natürlich im Austausch mit den Vereinen und natürlich auch für viel Input in das gesamte System von dem, wo unser Fußball sich hinentwickelt. Auch dort werden wir uns in Ruhe die Zeit nehmen, diese Stelle zu besetzen und Gespräche führen. Und bei der Nationalmannschaft wird Thomas Behechti
der uns nun jetzt seit 9 Jahren schon begleitet. Er wird weiter Aufgaben übernehmen im Teammanagement. Er hat das schon hervorragend in der Vergangenheit gemacht. Und ich freue mich darauf, dass er mir da auch einiges abnehmen wird. Und darüber hinaus plane ich auch für meine Gesamtdirektion einen Beirat, in dem ich einfach Experten und Fachleute, Liebhaber auch des Fußballs aus verschiedenen Bereichen, Trainer, Spieler, aus der Wirtschaft, wo viele Fußballbegeisterte sind, vielleicht ein Medienvertreter, was auch immer, mit ins Boot holen will, um einfach auch die externe Sicht zu haben, um einfach aus Erfahrungswerten zu erfahren und dort auch immer wieder Anstöße für unsere Arbeit zu bekommen. Das will ich bis zum Ende des Jahres aufgestellt haben und dann ab 2019 auch 2-mal im Jahr tätig werden. Ich hoffe, aus den Ausführungen wird deutlich, dass ich gesamtverantwortlich für den Spitzensport bin. Ich bin aber nicht in Personalunion der Akademieleiter, der Sportdirektor, der Teammanager der Nationalmannschaft. Das bin ich nicht mehr. Ich sehe eher meine Aufgabe darin, halt Strategien zu entwickeln, Strukturen mit gutem Personal aufzubauen, Themen anzustoßen, Richtungen vorzugeben und dann damit den Fußball zu entwickeln. Zum Abschluss kann ich halt nur sagen, für uns war die Zeit alle sehr hart. Am Anfang, wo Jogi gesagt hat, die ersten Tage, bei mir war es auch 1-2 Wochen, ist man immer mit einem dicken Kloß im Magen aufgewacht, hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Man hat sich halt das immer wieder gefragt. Und natürlich war auch die Kritik angebracht. Aber jetzt gilt es einfach auch, nach vorne zu gehen. Und das ist meine Aufgabe auch als Führungskraft. Die richtigen Schlüsse ziehen, genau sehen, wo die Fehler gemacht werden, Ärmel hochkrempeln, anpacken. Und wir alle sind hoch motiviert und engagiert und auch überzeugt, dass wir das mit unserem Team, dem gesamten Team, Spieler, Betreuer und Trainerstab entsprechend angehen können. Mich persönlich hat es gefreut, dass natürlich neben dem DFB-Präsidium auch alle Landesverbandsvertreter, mit denen ich Stunden zusammengesessen habe, um einfach auch mal zu hören, wie es an der Basis ausschaut und auch die Liga mir die volle Unterstützung und das Vertrauen ausgesprochen haben. Und meine Hoffnung ist jetzt einfach, dass wir wieder zu mehr Sachlichkeit finden und dass wir auch wieder über Fußball reden und dass wir als Mannschaft mit leidenschaftlichen, erfolgreichen Spielen auf dem Platz und auch mit einem sympathischen Auftreten außerhalb des Platzes wieder die Begeisterung unserer Fans gewinnen und halt auch die Schönheit dieses Sports, des Fußballs immer wieder nach vorne stellen. Vielen Dank. Ja, und über richtige Schlüsse und über den Sport wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal den Bundestrainer befragen, den Blick nach vorn zu werfen, was denn jetzt seine personellen Gedanken angeht hinsichtlich der beiden anstehenden Länderspiele. Jogi Löw, das Aufgebot, bitte sehr. Wir stehen zweifelsohne, ich glaube, das ist klar geworden, natürlich jetzt auch vor wichtigen Aufgaben. Die Nations League, die jetzt ab September beginnt, die nehmen wir wirklich auch absolut ernst. Ich glaube, wir spielen gegen den amtierenden Weltmeister und gegen die Niederlande. Von daher ist es uns eben auch wichtig, richtig gut, jetzt in die nächste Woche reinzukommen. Ich denke, wir haben auch mit dieser Analyse klare Vorstellungen, klare Ansätze und klare Ideen, wie wir eben auch diesen Worten Taten folgen lassen können. Und ich bin mir sicher, dass wir, Oliver und unser Trainerteam und alle, die daran arbeiten, eben auch die richtigen Reize und die richtigen Akzente in der nächsten Woche schon setzen, damit wir eben auch wieder dahin kommen, wo wir schon die letzten Jahre eben auch gewesen sind. Was den Kader betrifft, Sie sehen, ich glaube, es sind 3 neue Spieler. Wir haben uns entschieden, Thilo Kehrer, Nico Schulz und Kai Havertz zu nominieren. Ich glaube, es sind alles 3 sehr junge Spieler, die sehr, sehr gut eigentlich auch schon in der letzten Saison gespielt haben, die hochtalentiert sind. Und ich glaube, dass diese 3 auch ihren Weg bei der Nationalmannschaft machen können. Ansonsten habe ich gesagt, ist es ein
Mix aus Erfahrung und Jungen. Ich traue auch unseren Weltmeistern, die dabei sind, zu, dass sie wieder ihre gewohnte Leistung abrufen, absolut, die sie vielleicht nicht gezeigt haben bei diesem Turnier in Russland. Aber ich bin mir sicher, dass ich und ich weiß, was sie für Qualitäten haben. Und wenn man eben auch in so eine Phase jetzt geht, ist es wichtig, jung und alt und Erfahrung zu haben, damit wir auch ein klares Gerüst haben. Und unsere Aufgabe ist es, bei allen wieder eben auch diese Spannung zu erzeugen, dieses Feuer zu wecken und eben auch die taktischen Aspekte einfließen zu lassen, weil das ist schon auch wesentlich und sehr, sehr wichtig. Und dann wird diese Mannschaft wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Ja, wir hoffen, dass wir in den vergangenen 60 Minuten doch viele Fragen schon beantworten konnten, wissen aber, dass es noch viele geben wird. Und dafür stehen Oliver Bierhoff und Joachim Löw natürlich gerne zur Verfügung. Marc Bernbeck, du warst der Erste. Bitte schön. Herr Löw, vielleicht erstmal zum Kader. Oh, das war ein bisschen laut. Sami Khedira ist nicht mit dabei. Was sind die Gründe dafür und planen Sie zukünftig nicht mehr mit ihm? Und auf der 10 fällt mit Mesut Özil natürlich für Sie eine Korsettstange raus. Wie planen Sie ihn aufzufangen? Wen sehen Sie da? Klar, Kai Havertz für die Zukunft. Ist das ein Marco Reus? Wie wollen Sie das kompensieren? Mit Sami Khedira habe ich ein längeres Gespräch auch geführt. Er hat ja auch öffentlich seine Bereitschaft signalisiert, für die Nationalmannschaft weiter zur Verfügung zu stehen. Er hat mir auch gesagt, aus der Nationalmannschaft tritt man nicht zurück. Er hat es die Jahre hinweg, und ich glaube, das wissen wir alle und können das bestätigen, mit großer Freude gemacht und mit großem Stolz eben auch für Deutschland gespielt. Und er war die Jahre zuvor ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich Weltmeister geworden, hat sehr viele Länderspiele gemacht. Ich habe ihm aber auch gesagt, dass ich jetzt Raum und Platz schaffen möchte für die ein oder andere Änderung, eben auch gerade auf dieser Position, dass ich im Kopf den ein oder anderen jungen Spieler habe, der da spielen kann, und dass wir zu gegebener Zeit weitersprechen. Er hat sich klare Ziele gesetzt und hat sich, glaube ich, auch nach dieser WM in der Verantwortung gesehen und hat eben auch signalisiert, dass er alles dafür tun wird, um eben auch wieder für die Nationalmannschaft zu spielen. Das muss man mal sehen. Im Moment habe ich ihm gesagt, dass ich ihn nicht nominiere. Und dann wird seine Leistung wird dann entscheidend sein. Wie ich jetzt auf der 10 in der nächsten Woche plane, da gibt es natürlich einige Gedankengänge, aber jetzt muss man auch erstmal sehen, dass die Mannschaft mit nur 3 Trainingseinheiten natürlich immer relativ wenig Zeit hat, eben auch für dieses Frankreich-Spiel, um uns vorzubereiten. Und da muss man auch mal sehen, wie die neuen Spieler und die jungen Spieler sich eben auch jetzt zeigen in der Situation und welchen Eindruck sie machen. Und da gibt es schon auch verschiedene Möglichkeiten, die wir haben. Und die kennen ja die Spieler und da können einige auf dieser Position spielen. Günther Klein. An jeden eine Frage. Herr Löw, Sie haben ja den Rückhalt des DFB-Präsidiums erfahren. Wie sicher fühlen Sie sich denn, was den Rückhalt der Öffentlichkeit betrifft? Konkret gefragt, glauben Sie, dass Sie vor weiteren K.O.-Spielen stehen, die jetzt auf Sie zukommen? Und an Herrn Bierhoff die Bitte, vielleicht können Sie noch konkretisieren, in welchen Bereichen personell eingespart wird, also welche Positionen bei Turnieren oder bei Länderspielen jetzt dann nicht mehr besetzt werden. Wir stehen alle jetzt unter besonderer Beobachtung und natürlich unter einem besonderen Druck. Dessen bin ich mir schon auch bewusst, und wie wir, glaube ich, beide versucht haben deutlich zu machen, wollen wir natürlich jetzt auch wieder eine andere Identifikation schaffen, eine Nähe schaffen, den Fans wieder viel Freude bereiten. Das geht natürlich auch nur dann, wenn wir ab nächster Woche ein ganz anderes Gesicht wieder auch zeigen und die Mannschaft insgesamt ganz anders auftritt, unabhängig jetzt mal von einem Ergebnis. Aber wir müssen ein klares Zeichen setzen in vielen Bereichen, und das wird wichtig sein. Ansonsten bin ich absolut überzeugt. Ich bin überzeugt von unserer Klasse und von unserer Qualität. Der Kader und die Qualität des Kaders bei der WM, das war sehr, sehr gut. Wir haben unser Potenzial nicht abgerufen in diesen Wochen.
Da bin ich mir aber sicher, dass wir das hinbekommen. Und unsere Mannschaft hat jahrelang auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Und wir haben ja in den 10 oder 12 Jahren, in den 14 Jahren, haben wir auch schon einige Rückschläge hinnehmen müssen. Das war ein ziemlich großer Rückschlag, aber wir haben auch immer sehr viel Kraft und sehr viel Energie daraus gezogen und war für uns auch wieder mal eine Reflexion unserer eigenen Arbeit und sehr viel daraus auch gelernt. Und da bin ich mir sicher, dass wir die richtigen Ideen, die richtigen Schlüssel haben, um da wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Ja, eine WM ist natürlich immer eine besondere Situation. Da gibt es noch mehr Anforderungen Richtung Koch oder Sicherheit. Aber jetzt, wir haben, was für Sie vielleicht wichtig ist, wir werden also unseren Stab der Physiotherapeuten von 4 auf 3 reduzieren. Wir haben einfach gesehen, zu meiner Zeit, wir waren ein bisschen anfälliger oder wir waren ein bisschen älter. Wir haben ja doch einen Trend zu einer immer sehr jungen Mannschaft und da sind einfach die Bedürfnisse gar nicht mehr so viel, sodass wir dort mit 3 Physiotherapeuten auskommen. Wir haben auch, was ich vorher gesagt habe, Müller-Wohlfahrt hört ja auf. Diese Person werden wir jetzt nicht 1:1 ersetzen, sondern die nicht neu besetzen. Jochen Hahne wird gemeinsam mit Sepp Schmidt den orthopädischen Bereich weiterhin betreuen. Dann haben wir auch im Teammanagement eine Stelle gestrichen. Wir haben, Jogi hat es gerade gesagt, und ich spreche jetzt darum von Personen, die ganz eng rund um die Mannschaft sind. Auch mit Thomas Schneider und Urs Siegenthaler, 2 Personen, die, weil sie einfach die Woche über in der Week of Football in ganz Europa unterwegs sind, nicht mehr bei der Mannschaft sein werden. Und im Medienbereich haben wir den Thomas Hackbart, der hervorragende Arbeit für uns geleistet hat. Der wollte sich auf andere Dinge sagen wir mal, konzentrieren. Der wird durch Ronny Zimmermann ersetzt, aber dieser wird halt nicht im ersten Schritt direkt bei der Mannschaft sein. Also so ergeben sich die Zahlen, die ich vorher genannt habe. Das war nur immer ein turnierbezogener Aspekt, den haben wir während den normalen Länderspielen nicht dabei. Marc Gabel. Herr Löw, Sie haben gerade eben sehr detailliert dargestellt, dass das Thema Rassismus in der Nationalmannschaft eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Davon unabhängig war aber zu hören, dass sich sehr wohl einige Grüppchen innerhalb der Nationalmannschaft gebildet haben. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie beurteilen Sie das und wie planen Sie das in Zukunft, damit in Zukunft umzugehen? Wird natürlich auch sehr, sehr viel geschrieben und teilweise auch ganz einfach Dinge, die so nicht zutreffen. Nach unserer Analyse, nach einigen Gesprächen, die ich mit wirklich auch mit den wichtigen Spielern jetzt geführt habe, konnten wir das, dass es eine große Klickenbildung gibt mit Konflikten, die vielleicht unüberbrückbar sind, dieses Problem konnten wir nicht identifizieren. Das stimmt so nicht. Das wird manchmal natürlich auch ein bisschen Spaß gemacht, klar. Aber ich glaube, dass das auch irgendwie dazugehört. Das ist eine Mannschaft mit vielen Spielern, mit 23 Spielern. Und da gibt es schon auch manchmal ein bisschen Sprüche. Aber es gibt keine unüberbrückbaren Differenzen oder größere Konflikte, die nicht gelöst worden sind. Also das konnten wir nicht identifizieren. Wir hatten nicht, und das müssen wir natürlich jetzt auch erzeugen, diesen unglaublichen Teamgeist, der sich bei der Nationalmannschaft manchmal auch nur im Laufe eines Turniers so entwickelt, wie er dann 2014 war. Weil die Nationalmannschaft natürlich auch manchmal Phasen hat, wo sie 2, 3, 4 Monate nicht zusammen ist und auch es immer wieder Änderungen im Kader gibt. Von daher ist es nicht so einfach wie bei einer Mannschaft, die in einem Club, wo die Mannschaft 6 Wochen Vorbereitung hat und dann dauert es ja auch manchmal, wenn man eine Mannschaft irgendwie ein Stück weit verändert. Und von daher hatten wir auch 2014 festgestellt oder auch 2010, dass so im Laufe dieses Turniers, nach einigen Problemen, die es auch gab 2014, dass dann so dieser unglaubliche Team-Spirit dann auch entstanden ist und die Mannschaft dann auch gezogen hat, bis dann auch zum Finale oder bis zum Titel. Diesmal war es nicht so von Anfang an, diese verschworene Gemeinschaft. Es war sehr, sehr professionell, aber es hat dann doch, wie wir auch gesagt haben, in manchen Bereichen irgendwas gefehlt. Aber es gab nicht, wie jetzt häufig behauptet wird, solche Differenzen und Konflikte. Diese Mannschaft ist insgesamt eigentlich auch untereinander nach meinen
Kenntnisstand und nach meinem Wissen und nach den Informationen, die ich von den Spielern habe, eigentlich auch miteinander in gut klar gekommen. Frank Hellmann. Herr Löw, der Philipp Lahm, der immerhin ja Weltmeisterschaftskapitän ist und jetzt auch die Euro 2024, wenn sie dann nach Deutschland geht, als Organisationschef leiten soll, hat angeregt, dass Sie einen strafferen Führungsstil pflegen sollten. Nehmen Sie diesen Hinweis an, und Oliver Kahn hat dann auch gleich gefragt, er ist gespannt, ob Sie das können. Können Sie das? Der Philipp Lahm hat mich relativ schnell nach diesen Äußerungen mal angerufen, hat mir auch nochmal erklärt, wie er das gemeint hat. Der Philipp, der kennt mich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe lange mit ihm zusammengearbeitet, ich glaube 10 Jahre. Und der Philipp weiß, welche Dinge mir im Umgang mit der Mannschaft, in der Führung wichtig sind. Das weiß er. Er hat mir aber versucht zu erklären, dass vielleicht die jüngere Generation natürlich auch ein bisschen anders tickt und manchmal auch anders denkt, aber ich glaube, dessen sind wir uns schon auch bewusst. Wir haben die ganzen Jahre über hinweg im Trainerstab mit sehr vielen jungen Leuten gearbeitet. Wir haben sie begleitet. Manche haben es geschafft zu einem Weltstar, haben eine große Karriere gemacht, haben Titel gewonnen. Wir haben 2017 mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft den Confed Cup gewonnen. Ich weiß schon, welche Dinge eben auch in der Führung einer Mannschaft wichtig sind und weiß, wie man junge Spieler auch erreicht, auf welchem Wege. Und das ist in allererster Linie immer mal Kommunikation, Gespräch, erklären. Sie sind absolut kritikfähig, aber sie wollen natürlich auch ein klares Feedback und sie wollen ein Gespräch, eine Diskussion, sie wollen einen Dialog. Und das war immer mein Weg und den Weg werde ich beibehalten, weil damit haben wir viele, viele Jahre eben auch erfolgreich gearbeitet mit den Spielern. Man muss sich immer ein bisschen anpassen und muss sehen und manchmal ist situativ vielleicht auch was anderes gefragt, aber grundsätzlich gibt es für mich jetzt nicht irgendwie die Situation, mich irgendwie völlig zu ändern. Das nicht, weil ich erreiche die Spieler schon und ich bin mir bewusst, welche Ansprache sie benötigen. Michael Loreni. Ja, Herr Löw, Oliver, die Analyse, die hat jetzt zwei Monate, wurde jetzt darauf gewartet. Jetzt haben Sie so in einer Stunde, in der Schule würde man vielleicht sagen, so in Art Frontalunterricht sozusagen Ihre Sichtweisen der Weltmeisterschaft und auch der Vorbereitung dargelegt. Da gibt es bestimmt unterschiedliche oder viele, an vielen Punkten gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen, Diskussionsbedarf. Das hat man ja auch bei den Zuschauern gemerkt, dass das ja ein großes Thema die letzten zwei Monate gewesen ist. Gibt es sozusagen nach dieser Pressekonferenz, wird es noch Möglichkeiten geben, sozusagen diese Diskussionen weiterzuführen? Denn wenn man das heute jetzt so in einem Brocken sozusagen geliefert bekommen hat, muss man damit ja auch mal umgehen, muss das auch mal verarbeiten, muss mal schauen, was es da an Argumenten gibt, sozusagen, dass diese Aufarbeitungsfrage sozusagen noch weitergehen kann. Oder ob das sozusagen jetzt so die Vorstellung eher ist, mit diesem Format von heute ist es eigentlich jetzt sozusagen weitgehend beendet und dann gehen die Spiele los. Und sagen, deswegen würde ich eine allgemeinere Frage gerne stellen zu dem Thema. Sie haben über diese Schwächen, auch die eigenen der Mannschaftsführung bei der WM gesprochen und viele Dinge, so kam es mir zumindest vor, die Sie angesprochen haben, auch zum Teil richtigerweise angesprochen haben, waren Entwicklungen, die sich während des Turniers, aber auch schon in der Vorbereitung gezeigt haben. Warum waren Sie bei manchen Dingen eben oder bei vielen Dingen nicht in der Lage, sozusagen darauf in dieser Phase zu reagieren, nachdem, was Sie jetzt heute an Erkenntnissen gewonnen haben, warum war Ihnen das nicht möglich, darauf früher zu reagieren? Also die Vorbereitungsphase und die einzelnen Spiele, die darf man natürlich jetzt grundsätzlich nicht immer zu hoch hängen. Da haben wir auch schon bei anderen Turnieren manchmal in Spielen irgendwie Schwierigkeiten gehabt und Schwierigkeiten gezeigt und hatten auch da schon mal Probleme. Das will ich jetzt nicht als Maßstab nehmen. Aber ich habe es vorher, glaube ich, versucht zu erklären. Zum einen könnte ich viele andere Dinge noch erzählen, aber ich glaube, die wären jetzt vielleicht für den Fan oder für die Medienvertreter nicht unbedingt von ganz großer Wichtigkeit, weil es sind wichtige Dinge, die wir im Detail auch erarbeitet haben für uns im Trainerhandwerkzeug und das müssen wir natürlich in allererster Linie auch mal mit der Mannschaft und mit den Spielern besprechen. Aber ich glaube, das vielleicht nochmal kurz zu wiederholen oder auf den Punkt zu bringen.
Unsere Mannschaft hat sich bewusst und auch von meiner Seite aus und von meiner Intention, von meinen Gedanken, von meiner Idee bewusst dahin entwickelt, zu dieser Mannschaft, die viel Ballbesitz hat, die totale Dominanz hat. Wir hatten in der Qualifikation 10 Spiele gewonnen. Und warum wir so gespielt haben, das hat auch Gründe, hat nicht nur was mit dem Gegner zu tun, sondern es hat auch mit inhaltlichen Dingen zu tun, weil wir in unserer Mannschaft sehr viel von Kombinationsfußball gelebt haben die letzten 5-6 Jahre und fast alle Tore über Kombinationen erzielt haben und Chancen uns über Kombinationen herausgearbeitet haben, weil wir nicht allzu viele Spieler haben, die im 1 gegen 1, 2 oder 3 Spieler eben auch immer umspielen und um Räume zu schaffen. Deswegen mussten wir wahnsinnig viel mit Kombinationen machen. Das bedeutet aber auch, wenn 8 oder 9 Gegner hinten drin stehen, müssen wir zumindest eine Gleichzahl herstellen. Wir mussten es immer schaffen, mit der Art und Weise und mit den Spielertypen, die wir haben, mussten es immer schaffen, in jeder Ebene, von hinten beginnen, übers Mittelfeld, im letzten Drittel Überzahl oder zumindest eine Gleichzahl herzustellen. Und das hatte zur Folge, dass wir gesagt haben, unsere Innenverteidiger müssen die erste Ebene überwinden, müssen Überzahl schaffen Richtung Mittelfeld. Unsere Außenverteidiger müssen vorne im letzten Drittel eine Überzahl schaffen, damit wir nicht 6 Angreifer gegen 10 Abwehrspieler sind, weil das hätte nicht zum Erfolg geführt. Wir mussten eine Gleichzahl herstellen, deswegen mussten wir immer ein wahnsinnig hohes Risiko fahren. Und dafür mussten wir, und das haben wir häufig geschafft, Rahmenbedingungen schaffen, gewisse Dinge machen. Und ich habe mal vor der WM gesagt, wenn wir das nicht machen, sind wir eine durchschnittliche Mannschaft, wenn wir das machen, sind wir klasse. Bei der WM haben wir es nicht gemacht, aber wir hätten es auch nicht vielleicht so angehen dürfen. Die Vorbereitungsspiele, mal gewonnen, mal schlechter, ja oder nein, das war nicht das entscheidende Kriterium. Ich hätte ein bisschen früher eigentlich erkennen, 2014 haben wir zeitweise mit 4 Innenverteidiger gespielt. Wir hatten eine sehr gute Balance und eine WM ist keine Quali, wo vielleicht diese Dominanz immer noch verfeinert werden muss und verbessert werden muss. Ich wollte sie ganz ehrlich gesagt absolut perfektionieren. Ich wollte noch mehr Dominanz. Und ich hatte geglaubt, dass wir es auch so gegen Mexiko, Schweden und gegen Südkorea schaffen. Ich war der hundertprozentigen Überzeugung, durch diese Vorrunde kommen wir mit dieser Spielweise, wenn es in die K.O.-Systeme geht, müssen wir uns Gedanken machen und müssen wir natürlich auch vielleicht flexibler agieren. Aber ich war der Meinung, und das war die Fehleinschätzung von mir, zu sagen, mit dieser Art und Weise, weil jedes Spiel war ein K.O.-Spiel und Mexiko war einfach auch ein sehr guter Gegner, die wirklich auch sehr gute Spieler hatten. Und ich hätte ein bisschen frühzeitig auch in der Vorbereitung, vielleicht vorher schon erkennen, vor der Vorbereitung, wir müssen flexibler sein und dürfen dieses hohe Risiko nicht mehr fahren. Ich bin am Ende zu viel Risiko gefahren, habe das eingefordert. Die Spieler mögen das eigentlich auch sehr gerne, aber ich hätte sie müssen irgendwie das Risiko minimieren, ein Stück weit zurückholen und sagen, K.O.-Spiele, WM-Turnier, es zählen andere Dinge wie nur Dominanz und Ballbesitz und Chancen rausspielen. Ich hätte müssen das früher erkennen und darauf taktisch einwirken mit der Mannschaft. Und wir haben am Ende, ganz einfach muss man sagen, nach dem ersten Spiel waren wir schon irgendwie mit dem Rücken zur Wand, dann mussten wir natürlich auch trotz allem viel riskieren. Aber vor dem ersten Spiel und frühzeitig zu sagen, WM, K.O.-System, Man City wird mit, weiß nicht, 16 Punkten Vorsprung in der englischen Liga Meister, in der Champions League verlieren sie an einem Tag gegen Liverpool, weil vielleicht an einem Tag nicht alles stimmt und dann eine Mannschaft wie Liverpool mit einer ausgewogenen Defensive, mit schnellen Kontern, so eine Mannschaft ausnockt. Und das habe ich absolut unterschätzt. Ich habe gedacht, wir schaffen das gegen Mexiko und die Spiele danach und kommen durch, aber das war eigentlich von mir als Trainer in der Arbeit mit der Mannschaft der Fehler. Also es ist ja auf den ersten Punkt, das wird ja ein ständiger Prozess sein, diese Entwicklung und auch die Diskussion. Also die Nationalmannschaft wird jetzt ja nicht mit dieser Analyse auf einmal nicht mehr in der Diskussion stehen, man wird nicht mehr analysieren und da ist natürlich gerade auch in anderen Bereichen, ich habe es ja angekündigt, stehen Maßnahmen an mit Fandialog, aber auch mit den Partnern, die einfach, wo wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Das wird auf jeden Fall kommen. Und das Phänomen dieser langen Phase
des Erfolges, dass dann irgendetwas passiert, hat jetzt ja nicht nur uns getroffen, wir haben die anderen Nationen gesehen, wir sehen es auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen oder Wirtschaftsbereichen. Und ich habe vorgestern noch mit Rudi Völler zusammengesessen, der gesagt hat, Oliver, 1994 war ja genau das Gleiche. Wir waren klar die bessere Mannschaft, aber wir waren Weltmeister und irgendwas hat dann gefehlt. Und ich muss sagen, Jogi hat gerade vor dem Start der WM eine wirklich tolle Ansprache an die Mannschaft gehalten, wo genau auf diese Punkte hingewiesen wurde, auch in diesem Beispiel 94. Und wo man einfach das Gefühl hatte, okay, dass man sagt es, aber wahrscheinlich kann der Mensch dann gewisse Dinge dann doch nicht so vielleicht umsetzen, wie er es will. Und natürlich sind auch Situationen, die ergeben sich immer neu. Wir alle waren eigentlich der Überzeugung, und ich denke auch alle Fans, nach diesem unglaublichen Sieg gegen Schweden, mit einem Mann weniger, haben wir das Spiel noch gedreht und gewonnen. Selbst wenn es jetzt durch einen Freistoß war. Ja? Aber diese Moral, also diese Kraft, diese Energie, die hat die Mannschaft ja im zweiten Spiel vollkommen aufgebracht. Da dachten wir, glaube ich, eigentlich alle, jetzt ist der Knoten geplatzt. Ja? Und jetzt kommt auch ein bisschen Energie rein. Und da sieht man einfach, dass dann im Laufe des dritten Spiels sicherlich, und da kommt ein psychologischer Aspekt dazu, man auf einmal sieht, man kann was verlieren. Haben ein interessantes Gespräch auch, weil ich mich ja schlau gemacht habe, mit verschiedenen Leuten, also auch mit einem Trainer, der gesagt hat, Oliver, eigentlich ist verkehrt, dass ihr als Weltmeister hingereist seid, weil dann konntet ihr konntet nur verlieren. Ja? Anstatt, wenn ihr wieder etwas erobern wollt, dann könnt ihr nur gewinnen. Und diese Angst, glaube ich, dieser Druck, den hat man gerade auch im dritten Spiel gemerkt und wo man dann einfach gesehen hat, die Spieler wollten, aber jeder Einzelne hatte einen riesen Rucksack auf dem Rücken. Vielleicht möchte ich aber nochmal ergänzen, die Vision von unserem Spiel dürfen wir auf keinen Fall aufgeben oder verlieren. Eine Mannschaft, die ich trainiere, wird nicht ausschließlich defensiv spielen. Aber wir müssen die richtige Mischung finden und müssen mehr Wert legen auf Stabilität und andere Lösungen auch in der Offensive versuchen zu finden, damit wir eine gute Balance hinbekommen. Entschuldigung, Wolf. 2-3, ein bisschen weiter runter noch. Da ist er, genau. Eine Frage an Herrn Bierhoff und eine an Herrn Löw. Herr Bierhoff, Sie haben eben den Verhaltenskodex der vergangenen Jahre auch erwähnt und betont, dass Sie mehr einfordern werden. Heißt das auch, dass bei der WM so ganz grundsätzliche Dinge wie Pünktlichkeit, die auf dem Niveau ja selbstverständlich sein sollten, dass die gefehlt haben, wie man es zum Teil interpretieren konnte? Und Frage an Herrn Löw, dass Leroy Sané wieder dabei ist. Ist das so zu werten, dass Sie sagen, im Nachhinein war es ein Fehler, ihn damals nicht mitgenommen zu haben nach Russland? Also das ist ja immer so eine Sache, ich kann jetzt also von der WM auch keine eklatanten Dinge sehen, wo ich sage, oh, da ist gegen irgendwas, gegen die Regeln gegangen worden. Und wir haben ja auch, was ich vorher gesagt habe, das nicht mehr so aktiv angesprochen, weil es einfach in der Vergangenheit auch gut und professionell gelebt wurde. Und da wird natürlich viel hineininterpretiert von Aussagen, jeder redet, sagt was, aber da kann ich wirklich sagen, habe ich keine Konfliktfelder in dem Bereich gesehen, das war auch diszipliniert, dass in 14 Tagen einer vielleicht mal verschläft, das passiert in jeder Gruppe, ja, aber also das auf keinen Fall, haben die Spieler sich auch gut verhalten, aber es sind halt Nuancen, es sind halt kleine Dinge und ich glaube einfach, dass es uns gut tut, diese Dinge wieder zu verinnerlichen, wieder gewisse Leitplanken festzusetzen, gerade auch, weil die Mannschaft sich ja mit den vielen neuen Spielern auch erneuert hat und da brauchen sie einfach auch eine gewisse Vorgabe. Ja klar, es ist immer leicht natürlich im Nachhinein zu sagen, okay, das oder jenes hätte ich anders gemacht. Zum damaligen Zeitpunkt nach unserer Vorbereitung in Südtirol waren wir der Meinung, dass der Kader, den wir benannt haben, eigentlich so der beste ist. Dass der Leroy Sané ein unglaubliches Talent hat, das ist uns ja nicht verborgen geblieben. Und ich habe mit Leroy auch nach der Ausbotung oder an diesem Tag eben auch gesprochen und habe gesagt, deine Zukunft bei der Nationalmannschaft, die muss nach der WM dann halt eben auch beginnen. Du hast es jetzt in diesem Moment nicht geschafft, weil er bei uns ja
nicht diese überzeugenden Leistungen gebracht hat, auch vielleicht nicht im Trainingslager, aber dass wir sein großes Potenzial und seine Qualität logischerweise kennen. Und ich habe ihm vor der WM schon gesagt, nach der WM müssen wir einen richtigen Beginn machen, einen Neubeginn. Wir müssen uns intensiv mit dir, mit deiner Spielweise beschäftigen. Und du kannst selbstverständlich für uns, für Deutschland, ein sehr, sehr wichtiger Spieler in den nächsten Jahren werden. Aber zum damaligen Zeitpunkt war ich eben auch überzeugt von dieser Entscheidung, mit diesem Kader zu gehen. Und das ist ein bisschen hypothetisch jetzt einfach zu sagen, das oder jenes hätte man ein bisschen anders machen. Ich glaube, eine oder zwei Änderungen im Kader hätten eben auch das vielleicht auch gar nicht verhindert. Weil wir haben in der Summe alle eben auch bei dieser WM versagt. Ja, und das hatte ja nichts mit einzelnen Spielern zu tun oder mit Nominierung von ein oder zwei Spielern, die man natürlich diskutieren kann, logischerweise. Aber selbstverständlich war meine Bereitschaft und meine Idee, mit dem Leroy weiterzuarbeiten und ihn in die Nationalmannschaft eben auch zu integrieren, heranzuführen und das Potenzial auszuschöpfen, das habe ich mit ihm eigentlich dann auch damals schon auch besprochen. Christian Falk. Herr Löw, Mesut Özil und Mario Gomez sind von sich aus zurückgetreten. Sami Khedira ist als Weltmeister jetzt nicht nominiert worden. Der große Umbruch hat jetzt noch nicht so stattgefunden. Braucht es ihn aus Ihrer Sicht nicht? Ich habe vorher auch mal gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir eine gute Achse haben. Und es ist immer ein gutes Fundament, die Mischung aus Erfahrung, weil Erfahrung ist ein wichtiges Kriterium eben auch. Ja. Wenn man diesen Spielern zutraut, dass sie zukünftig eben auch wieder eine bessere Leistung bringen und dass sie die Qualität haben. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch 4 oder 5 ältere Spieler. Es ist der Manu, der Jerome, der Mats, Toni Groß, Thomas Müller. Alle anderen sind ja noch nicht so lange dabei, aber das sind 5 Spieler. Und wir brauchen schon auch eine Achse, an diese jungen Spieler irgendwie, an denen sich junge Spieler orientieren können. Und all diese Spieler, die ich jetzt auch genannt habe, denen traue ich zu, dass sie viel, viel mehr in Zukunft wieder zeigen wie bei dieser WM. Hätte ich das nicht gemacht, hätte man natürlich können über Änderungen noch mehr sprechen. Aber ich glaube, dass die alle eine große Qualität haben. Ich glaube, das wissen Sie alle auch. Wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann weiß man, dass eben auch Mats oder Jerome, Toni Kroos, dass das schon klasse Spieler sind, die auf internationalem Niveau das schon bewiesen haben. Und wenn es gegen Mannschaften geht, wie Frankreich, wie Holland jetzt, in schwierige Gegner kommen, es ist schon wichtig, wenn sie ihre Leistung zeigen, und das müssen sie natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten, müssen sie das unter Beweis stellen, dass sie eben auch diese Rolle und diese Leistung wieder abrufen. So, dann machen wir gerade einen Flankenwechsel, beginnen bei Klaus Bergmann. Herr Löw, ist die Nominierung von İlkay Gündoğan gerade in dieser ganzen Causa mit Mesut Özil, wie er sich jetzt zurückgezogen hat, auch über den Sport hinaus ein Statement von Ihnen? Wollten Sie ihn auch deswegen ganz besonders jetzt beim Neubeginn wieder dabei haben? Und die zweite Frage, wenn man als Trainer im Fußball ist ja selten, dass man 2 Monate jetzt mit so einer schlimmen Niederlage rumlaufen muss. Wie sehr freuen Sie sich darauf, nächste Woche dann loslegen zu können? Und ist Frankreich jetzt genau der richtige Gegner für Sie? İlkay hatte sich ja auch schon im Trainingslager auch mal erklärt. Er hat ein klares Statement abgegeben. Und bei İlkay weiß ich natürlich auch, und das weiß ich seit vielen Jahren, auch wenn er nicht immer dabei war, dass er sich mit unseren Werten absolut identifiziert, dass er sich in unserer Mannschaft, wenn er dabei war, eben auch wohlgefühlt hat. Der İlkay konnte natürlich auch in dieser Situation, im Nachhinein muss man das ja auch sagen, konnte natürlich auch nicht seine gewohnte Leistung abrufen. Aber aus sportlichen Gründen sehe ich den İlkay vor allen Dingen auch für die nächsten 2 Jahre, für die nächsten 4 Jahre als ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns, weil er einfach über eine großartige Spielintelligenz verfügt, weil er eine großartige Technik hat, ein großartiges Passspiel. Er konnte es bei uns bislang in den vergangenen Jahren aufgrund von Verletzungen manchmal nicht so zeigen, aber ich sehe in ihm einen Spieler, der schon jetzt auch eben vielleicht den Durchbruch bei uns schafft, und mit seinen Qualitäten ist es für mich sportlich gar keine Frage gewesen, ihn auch einzuladen.
bei mir war relativ schnell eigentlich auch so dieser Schalter wieder umgelegt, auch wenn die Enttäuschung immer irgendwo natürlich noch da war in meiner Seele, wird wahrscheinlich auch noch längere Zeit so sein, weil wenn man auf dieses Turnier zurückblickt, dann wird das gar nicht anders eben auch zu empfinden sein. Auf der anderen Seite habe ich nach relativ wenigen Tagen neue Kraft gespürt und neue Lust und eine neue Herausforderung auch gespürt. Natürlich freue ich mich jetzt, wenn es endlich wieder losgeht. Und ich denke, mit Frankreich haben wir den amtierenden Weltmeister. Frankreich hat ja auch fantastisch gespielt mit fantastischen Spielern. Also das ist schon auch eine Mannschaft mit viel Potenzial, auch wenn vielleicht mal zwei oder drei nicht spielen. Dann spielt vielleicht Dembele oder Martial oder Lacazette oder wer auch immer. Manche Spieler, die bei der WM vielleicht gar nicht dabei waren. Aber Frankreich hat, was Spieler betrifft, junge Spieler, Ausbildung, sehr, sehr große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Das ist für uns ein super Top-Auftaktgegner in dieser Situation. Florian Kienast. Herr Löw, ich hätte noch eine Anschlussfrage zu Ilkay Gündoğan, der sich ja, wie Sie schon gesagt hatten, in Südtirol klar erklärt hatte, der aber trotzdem danach dann von heimischem Publikum, von Zuschauern ausgepfiffen wurde. Befürchten Sie denn jetzt bei diesem Heimländerspiel in München ähnliche Reaktionen, Pfiffe gegen ihn? Werden Sie vielleicht vorher mit ihm nochmal sprechen, wie er damit umgehen könnte? Oder überlegen Sie tatsächlich, ihn sich vielleicht nochmal erklären zu lassen? Oder werden Sie als Trainer oder vom Verbandseite nochmal ein klares Statement zu Ilkay Gündoğan geben? Ich glaube, Ilkay hat die letzten Tage auch ein Interview gegeben, wo er sich ganz einfach auch nochmals zu der ganzen Geschichte geäußert hat. Das war auch ein sehr, sehr langes Interview. Er hat sich eben auch nochmals bekannt zu den ganzen deutschen Werten, zu dieser Mannschaft, zum DFB, zu all dem, was uns eben auch ausmacht. Ich denke, mehr kann er auch nicht tun. Natürlich, ich erwarte jetzt auch oder appelliere an die Fans, dass man das auch irgendwie jetzt mal so ein Stück beiseite legt. Er hat das Foto gemacht, er hat sich erklärt, es war nicht glücklich. Er hat sich aber auch zu unseren Werten bekannt. Er ist in Deutschland geboren, in Deutschland zur Schule gegangen, aufgewachsen. Sicherlich schlagen zwei Herzen in seiner Brust, aber mehr kann der Ilkay nicht tun. Und ich hoffe jetzt auf eben auch Verständnis von allen Fans, dass sie ihn gerade auch unterstützen, weil er hatte natürlich auch, das muss man ehrlicherweise auch sagen, unter dieser Situation schon auch sehr gelitten in diesen Wochen in Epan und während der WM. Florian Plettenberg. Danach kannst du es gleich an deinen Nachbarn weitergeben, das Mikrofon. Herr Löw, eine Frage an Sie. Sie sprachen ganz zu Beginn davon sehr selbstkritisch auch, dass Sie gesagt haben, Sie haben das Feuer vielleicht nicht so ganz entfachen können. Wie stellen Sie für sich sicher, dass Sie das jetzt wieder entfachen können? Und welche Resonanz haben Sie auch erfahren von den Routiniers, mit denen Sie auch Gespräche geführt haben? Also was haben Sie für Reaktionen aus der Mannschaft erhalten? Zum einen habe ich bei einigen Spielern, die ja auch zu unserer Führungsriege im Team gehören, habe ich eigentlich zuerst mal sehr, sehr viel Selbstkritik auch gehört und erfahren. Jeder hat sich zuallererst mal eben auch an die eigene Nase gefasst und hat gesagt, ich habe meine Leistung so nicht einbringen können, nicht abgerufen, gab vielleicht verschiedene Gründe dafür, aber ich hätte mich mehr einbringen müssen und so weiter. Also von daher habe ich schon auch mal so dann diese Selbstreflexion eigentlich auch verspürt und vor allen Dingen bei allen unmittelbar ein paar Tage danach mit SMS oder mit Nachrichten, dass schon auch alle so eine jetzt erst recht Stimmung in sich spüren und dieses Scheitern einfach auch wieder irgendwie jetzt ausmerzen wollen. Wir haben vorher gesagt, es haben ein paar Prozentpunkte gefehlt und wir haben das ja auch manchmal so ein bisschen gespürt. Es fehlt was, es muss jeder noch irgendwie ein paar Prozent mehr rauskitzeln, wenn wir das eben auch wieder gewinnen wollen. Weil einmal da oben zu sein, ja, und dann mit dem gleichen Engagement wird nicht reichen, weil die Gegner eben auch alles zu gewinnen haben gegen uns natürlich wie
hochmotiviert auftreten und man dann irgendwie nicht nachlassen darf. Und das haben wir alle nicht geschafft, diese große Flamme, die es braucht, zu entzünden. Aber wir haben uns natürlich im Trainerteam und mit dem Oliver viele Gedanken gemacht, was können wir für Maßnahmen ergreifen, wie können wir dieses Feuer wieder jetzt richtig zum Brennen bringen. Und da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die wir angehen wollen. Und es liegt auch in meiner Aufgabe, das wieder zu schaffen. Und da bin ich sicher, dass wir das nächste Woche sehen. Ohne jetzt da mal, ja. Mario Götze ist diesmal nicht dabei. Warum haben Sie ihn für dieses Länderspiel oder für die beiden Länderspiele nicht berücksichtigt? Und wie sehen Sie denn die Zukunft von Mario Götze beim DFB? Mario Götze ist nicht abgeschrieben bei uns, selbstverständlich nicht, weil er hat einfach auch ein gutes Alter und man weiß, dass er gute Qualitäten hat. Ich glaube, im letzten Jahr hat er ein sehr schweres Jahr. Meine Sicht der Dinge ist, dass er sich in Dortmund in diesem Jahr in der Mannschaft und bei Borussia Dortmund sich wieder mal richtig zeigen soll, dort gute Leistungen zeigt. Und wenn er das schafft, dass er eben auch jetzt dauerhaft oder konstant die nächsten Wochen oder 2-3 Monate sehr, sehr gute Leistungen zeigt, dann wird der Mario Götze für uns mit Sicherheit wieder ein Thema. Wir haben schon auch noch ein paar andere Spieler eben auch auf unserem Schirm, ganz junge Spieler, aber unter anderem natürlich auch Mario Götze. Aber jetzt möchte ich erstmal bei ihm auch eine gewisse Konstanz sehen nach diesem schwierigen Jahr, dass er jetzt eben auch einen guten Start hinlegt. Hat am Wochenende haben wir Dortmund gesehen, hat er leider nicht gespielt, war 90 Minuten auf der Bank. Aber ich denke, er hat die Qualität, das auch zu schaffen und dann wird die Leistung entscheidend sein bei ihm. Ihren Namen habe ich leider nicht parat, helfen Sie mir auf die Sprünge. Überhaupt nicht schlimm, Philipp Nagel, ARD Hörfunk. Herr Löw, Herr Bierhoff, bei Ihnen beiden war das Bedauern rauszuhören, wie die Sache mit Mesut Özil abgelaufen ist. Und trotzdem würde mich ganz konkret interessieren, ob auch eine persönliche Enttäuschung bei Ihnen beiden mittlerweile vielleicht auch einhergeht. Denn Sie, Herr Bierhoff, haben gesagt, Sie haben 9 Jahre, wunderbare Jahre mit Herrn Özil gehabt. Und Sie, Herr Löw, haben sich immer eigentlich vor Herrn Özil gestellt, ihm ein ums andere Mal Chancen gegeben. Das wäre eine Frage. Und dann würde ich sehr gerne interessieren, Herr Löw, wenn man sich mit Nationalspielern unterhält, dann hört man deutlich, beispielsweise Joshua Kimmich hat das erzählt, dass sich manche Spieler hinter der Taktik versteckt hätten. Also die sie ja selber im Nachhinein als eine der Fehler ausgemacht haben und trotzdem hätten sie Spieler dahinter versteckt, weil sie Tugenden vermissen haben lassen, wie Leidenschaft etc. Würden Sie eine Selbstherrlichkeit im Nachhinein ausmachen bei manchen Spielern und wurde diese möglicherweise aber auch vom Team selber, vom Team hinter dem Team vorgelebt? Mesut Özil war natürlich auch lange mein Spieler bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, 2009 hat er das erste Spiel gemacht, bis jetzt 2018, also 9 ganze Jahre. Wir haben zusammen, glaube ich, vieles erlebt, manche Rückschläge, aber auch sehr viel Positives. Wir haben den WM-Titel zusammen gewonnen und das wird natürlich auch für immer bleiben. Und nach wie vor bin ich der Meinung, dass der Mesut Özil einfach auch einer der besten deutschen Spieler war, die es in den vergangenen 20, 30 Jahren gab. Ein herausragender Fußballer, der einfach auch mit seiner technischen Klasse, mit seiner Spielintelligenz einfach auch ein Spiel unheimlich beeinflussen konnte. Das wird immer bleiben. Sicherlich wird es die Gelegenheit geben, dass ich mit ihm auch irgendwann ein Gespräch führe, vielleicht auch ein persönliches Gespräch. Ich glaube, das steht einfach auch noch im Raum. Selbstverständlich, wenn Sie mich fragen, ja, ich hätte mir gewünscht, dass er mich persönlich anruft und mich informiert über so einen Schritt. Und ich hätte mit ihm eben auch können mich austauschen und ein paar Dinge auch besprechen. Das hätte ich mir gewünscht. Trotzdem wünsche ich mir, dass es in Zukunft eben auch nochmals passieren wird. Aber im ersten Moment war natürlich auch eine Enttäuschung in mir, dass ich es nicht persönlich von ihm erfahren habe. Selbstherrlichkeit, ja. Ich glaube, ich kann das eigentlich nur wiederholen. Von meiner Seite aus war es vielleicht diese Arroganz, dass wir mit dieser Spielweise und mit diesem druckvollen, offensiven, riskanten Spiel eben auch die Dinge in der Vorrunde zumindest schaffen, dass wir das machen können. Ja. Selbstherrlichkeit will ich nicht sagen, aber ich war der Überzeugung und
und dass einige Spieler sich versteckt haben. Jeder Spieler muss natürlich auch selber es schaffen, am Ende als Nationalspieler die richtige Leidenschaft im Spiel eben auch aus sich rauszuholen. Und natürlich auf der einen Seite taktische Dinge erfüllen, das ist ja auch immer das, was natürlich für uns auch wichtig ist, die Aufgaben erfüllen, das umzusetzen, was man ihnen vorgibt. Aber laufen, rennen, Einsatz, Zweikämpfe bestreiten, das ist ja nie verboten. Also dahinter kann man sich jetzt nicht verstecken. Und das konnten wir insgesamt nicht rausholen. Ich konnte das nicht auf die Spieler übertragen in diesem Sinne, aber die Spieler haben auch selber es nicht geschafft, weil sonst wäre ihre Leistung ja auch besser gewesen. Auch da nochmal, Thomas Kartenberger, HD Radio, nochmal anschließend zu dem Team Spirit, der nicht so ganz klar geworden ist. Es gibt da, vielleicht kann der Oliver da auch was dazu sagen, diese WLAN-Affäre, sage ich jetzt mal, wo man dann denkt, Mensch, was ist denn da los gewesen in diesem Vatutinki bei einer Mannschaft, die eigentlich Weltmeister werden will. Und auch diese Aussage von Lahm, da haben wir schon drüber gesprochen, auch von Neuer, der sagt, es muss wieder eine Ehre sein, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ist das noch sowas, wo Sie sagen, was haben die Jungs da, die Jungs haben es vielleicht gar nicht mehr nötig, sich so reinzuhängen? Ja, doch, das natürlich schon. Es ist nicht immer ganz so einfach, bei einer Nationalmannschaft diesen verschworenen Teamgeist eben auch herzustellen und auf Dauer irgendwie zu haben, wie vielleicht bei einer Mannschaft, die 2-3 Jahre im Kern zusammenbleibt und die sich jeden Tag sieht, jeden Tag trainiert. Bei einer Nationalmannschaft ist es ein bisschen schwieriger. Und wir sind manchmal von zum Beispiel November bis im März, weiß nicht, 4 Monate nicht zusammen, dann haben wir 2 Spiele, sind manchmal jetzt in der heutigen Phase so, weil der Terminplan hat sich ein bisschen geändert, manchmal nur 7 oder 8 Tage zusammen. Es gibt manchmal Verletzungen, kommen wieder neue Spieler dabei, man lässt manchmal Spieler weg, testet neue Spieler. Es gibt da ständig Wechsel und ständig Veränderungen. Also einen richtigen Teamgeist erleben wir bei einer Mannschaft, bei einer Nationalmannschaft, immer am Ende nur bei einem Turnier, wenn die Mannschaft 7 oder 8 Wochen zusammen ist. Und dann ist auch immer nach meiner Erfahrung festzustellen, dass auch bei allen Turnieren hat sich immer mehr und mehr, umso näher es eben auch zu einem Ziel geht, der Teamgeist nochmals verfestigt und das Feuer ist irgendwie noch stärker geworden. Spieler, Beispiel Per Mertesacker bei der WM 2014, sind sich ja dann völlig in den Dienst der Mannschaft gestellt. Am Anfang, in den ersten Spielen, spürt man manchmal natürlich auch starke Konkurrenzkampf, wenn Spieler manchmal nicht spielen in der Gruppenphase, sind sie auch ein bisschen enttäuscht, sind auch zu Recht ein bisschen enttäuscht. Nachher spielt es keine Rolle mehr, weil dann sagt jeder, wir haben noch 2 Spiele oder noch 1 Spiel, dann sind wir Weltmeister, dann sind wir im Finale. Ja, und da steht plötzlich, ja, gibt es eine unglaubliche Dynamik, weil es einfach normal ist, dass bei einer Nationalmannschaft die Dynamik sich manchmal erst nach 3-4 Wochen so richtig entwickelt. Eines kann ich mit Sicherheit sagen, und da können Sie ausgehen. Es wird viel diskutiert und viel geschrieben, ja? Jetzt Internetaffäre und so weiter. Das war nach meinen Informationen, war das einmal 2 Tage nach einem Spiel, dass das eben festzustellen war und dann wurde das Internet auch abgestellt und damit war es dann auch irgendwie erledigt. Unsere Spieler sind wirklich wahnsinnig professionell. Es gibt kein Alkohol. Die Spieler sind in der Regel, weil das ist ja auch unsere Aufgabe zu sagen, um 12 Uhr Spätruhe, sind unsere Spieler eigentlich auf ihren Zimmern. Was sie dann machen, ob sie um 12 oder um 12:30 einschlafen, will man jetzt auch nicht immer alles bis zum Letzten kontrollieren. Das muss ein Spieler selber auch entscheiden. Aber was die Professionalität betrifft, die Lebensweise, wenn wir zusammen sind, da können Sie davon ausgehen, dass unsere Mannschaft wirklich das auch sehr seriös macht, dass die Spieler nachts mal vielleicht mal im Internet sind, okay, dass sie auch mal am Abend Karten spielen, das ist alles auch nicht völlig unnormal. Aber wenn man das jetzt heute einfach auch in diesen ganzen Jahren waren die Spieler absolut, was das betrifft, professionell. Da kann man natürlich die Hebel ansetzen und kann sagen, okay, dies oder jenes müssen wir wieder verändern, müssen wir drauf schauen. Aber das waren nicht die entscheidenden Dinge, damit wir, dass wir das vergeigt haben. Willst du noch was ergänzen? Nee, weil es wird dann immer banal versucht darzustellen, in einfachen Dingen, wie war der Friseur da oder nicht. Also 2014 war ein Friseur da, bei den Kroaten ist der Friseur derjenige, der die schön macht fürs Finale und woanders kann es störend sein. Ich meine, Jogi hat schon gesagt, wie ein Mannschaftsgeist entsteht,
Das bedarf natürlich auch ein paar Tage und das bedarf natürlich dann auch Ergebnisse und gewisser Konstellationen. Ja, und wenn Sie gerade auch die Professionalität angehen, ich würde mal behaupten, dass wenn wir alle Nationalspieler von den jeweiligen Turnieren der letzten 40 Jahre mal durchgehen, dann sieht man eigentlich, wie professionell die sind. Da war früher was ganz anderes, aber wichtig ist es einfach, dass das zusammenfindet und die Konstellation hat da irgendwo nicht gepasst und ich glaube natürlich auch, so professionell sie waren, es waren auch viele Spieler mit sich beschäftigt, sie kommen auch aus einer ganz anderen Geschichte, wo wir gerade sagen, mit den Erfolgen, die sie hatten in den Vereinen, mit der Nationalmannschaft und deswegen ist natürlich jedes Turnier wieder eine neue Situation. Und wie Jogi gesagt hat, das ist ein Punkt, den wir uns natürlich immer wieder nachgedacht haben. Wie hätten wir dieses Feuer, genau diese letzten Prozent, die entscheidend sind für den Erfolg, wie hätten wir die wecken können? Aber sie liegen nicht daran, ob jetzt jemand Karten spielt oder mal zum Friseur geht. So, ich würde langsam um Verständnis werben wollen, dass wir so ganz langsam uns Richtung Abschluss bewegen. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, Carlo und Monier. Vielleicht könnt ihr es zusammenfassen, bitte. Carlo Wild. Herr Löw, Sie haben viel jetzt über Leidenschaft gesprochen und dass die gefehlt hat und dass die Lunte zwar gezündet war, aber die Flamme nicht gebrannt hat. Haben Sie auch irgendwelche fußballspezifische, grundsätzliche Fragen, dass vielleicht alles nicht ganz so gut ist, wie wir das alle glauben? Zum Beispiel, wenn wir über die Chancenverwertung sprechen, über den Sturm und haben wir ja schon seit 2016 gesprochen. Gibt es da grundsätzliche Fragen für Sie? Und wenn man sieht, wie die Franzosen und auch die Engländer im Jugendbereich nachrücken, wird es dann nicht umso schwieriger, alsbald wieder da zu sein, was Oliver Bierhoff die Weltspitze gerade genannt hat, was er anpeilt? Da haben wir uns natürlich jetzt schon im Vorfeld oder vor der WM, natürlich auch in der Nachbetrachtung, natürlich schon auch ständig Gedanken gemacht und viele Gedanken gemacht. Klar, hat jetzt nichts mit dem Ausscheiden aktuell zu tun, aber wir machen uns schon auch Gedanken, was passiert denn in den Jahrgängen nach Julian Brandt, nach Leroy Sané, nach Thilo Kehrer und so weiter. Und wir hatten ja auch ein längeres Gespräch mit der Liga. Ich denke, die Ausbildung in den letzten Jahren ist schon auch, in den letzten 15 Jahren hat sich schon auch verbessert und hat sich enorm gewandelt. Wir haben viele Spieler ausgebildet, die technisch sehr, sehr gut sind, aber ich glaube, wir haben auch, und da sind wir uns ja auch einig, glaube ich, mit der Liga und mit den Nachwuchsleistungszentren, dass wir halt auch wieder gerade im U-Bereich Spezialisten ausbilden müssen und nicht Spieler, die vielleicht auf vielen verschiedenen Positionen spielen können, sondern Spezialisten auf den jeweiligen Positionen. Wir brauchen Spezialisten auf den Außenverteidigerpositionen, richtige Spezialisten, die da auch ausgebildet sind. Wir brauchen natürlich auch Spezialisten als Mittelstürmer. Wir haben ja jetzt auch im Moment da auch in den U-Bereichen schon auch Probleme, dass wir keinen Mittelstürmer haben, der viele, viele Dinge eben auch vereint. Also glaube ich, das wird die Zukunft sein und daran müssen wir arbeiten, weil ich denke, dass die Franzosen oder vielleicht auch die Engländer, die Belgier uns da ein bisschen voraus sind, weil eben Spieler die unglaubliche individuelle Qualität haben. Und das hat Frankreich ja auch ein bisschen ausgemacht bei dieser WM oder andere Nationen. Frankreich war so auch ein bisschen zweigeteilt, gute Defensive, aber vorne drei, vier Leute, die individuell das eigentlich auch mal alleine geregelt haben. Und dahin müssen wir kommen. Das bedarf jetzt einiger Gespräche eben auch in den nächsten Monaten. Und das bedarf natürlich auch Leuten wie einem Sportdirektor beim DFB, der die Nachwuchsleistungszentren besucht, der mit den U-Trainern kommuniziert. Ich glaube, dass halt gerade der Grundstein von 8 bis 12 eben auch da gelegt wird. Und dass man im U-Bereich, das Gewinnen ist das eine und das ist schon auch ab einem gewissen Alter wichtig, aber dass man die individuelle Förderung und auf den einzelnen Positionen verstärkt noch tun muss, damit der deutsche Fußball in Zukunft eben auch konkurrenzfähig bleibt. Ja, hören Sie mich? Ja, jetzt. Herr Löw, ich habe eigentlich eine ganz einfache Frage an Sie. Wie geht es Ihnen gerade? Gut. Oder erwecke ich einen anderen Eindruck? Na gut. Wir sind voller Motivation und haben, glaube ich, wichtige, gute Erkenntnisse gewonnen. Wir gucken positiv nach vorne und wir gehen das mit absoluten Überzeugung an.
Ich bin viele Jahre dabei und natürlich kann ich das alles einschätzen und weiß und kann das aber auch verarbeiten, weil ich weiß, dass im Fußball sowas auch mal passiert. Da muss man die Gründe suchen, muss eben auch selber die Fehler mal erkennen, die man gemacht hat. Und dann geht es wieder nach vorne. Da haben wir genug Erfahrung und mit unserem Trainerteam und mit Teilen der Mannschaft, dann gehen wir die Sache wieder neu an und wir lassen uns deswegen jetzt nicht irgendwie, wir knicken deswegen nicht ein. Marie Schulte-Bockum von Focus Online. Eine Frage, Sie haben jetzt mehrmals diese Achse betont aus den Weltmeistern von 2014. Gestern wurde eine Legende ja hier im Stadion verabschiedet in Bastian Schweinsteiger. Können Sie ein bisschen ein paar Namen nennen, ein paar Säulen der Zukunft, wie Sie vielleicht auch die 23, 22 und 24-jährigen Spieler, vor allem mit Blick auf die nächste EM und WM, aufbauen, dass sie auch Führung übernehmen auf dem Platz und abseits des Platzes? Wenn Sie den Kader anschauen, dann haben wir natürlich sehr viele oder relativ viele junge Spieler dabei. Die Jo Kimmich, der Niklas Süle, der jetzt eigentlich auch bei Bayern ein wichtiger Leistungsträger geworden ist. Leon Goretzka, Julian Draxler, Julian Brandt. Das sind natürlich Spieler, die wahrscheinlich, Leroy Sané, Timo Werner, das sind Spieler, die noch länger in der Nationalmannschaft wahrscheinlich auch spielen werden, die jetzt vielleicht ein Turnier, wenn überhaupt schon ein Turnier absolviert haben. Also von da, von ihren Möglichkeiten, die sie haben, werden die ja sicherlich noch viele andere Turniere wahrscheinlich bestreiten. Und die sind ja noch nicht am Zenit angekommen, sondern die werden sich auch noch weiterentwickeln. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Reihe von jungen Spielern, die wir auf unserer Liste haben. Das Serge Gnabry ist natürlich auch ein Spieler, der war jetzt leider in der Vorbereitung verletzt, hat auch in der Liga nicht gespielt, aber gestern Abend bei diesem Spiel war er auf dem Platz. Und der hat natürlich auch schon sehr gute Fähigkeiten. Ich denke, jetzt muss man mal sehen, Jo Kimmich, ein Spieler, der jetzt schon 2 Jahre dabei ist und immer spielt, er zeigt natürlich auch schon Führungsqualitäten. Julian Draxler hat beim Confed Cup das auch großartig gemacht, hat diese junge Mannschaft geführt und so glaube ich, dass wir da schon Persönlichkeiten haben. Sie müssen sich natürlich auch erst dahingehend entwickeln und das war bei der Generation davor natürlich auch festzustellen, auch der Philipp Lahm oder der Bastian Schweinsteiger haben diese Rollen erst übernommen, als sie vielleicht 7, 28 oder 29 waren, weil vorher ist man noch sehr, sehr jung und dann ist man noch viel, mit vielen anderen Dingen beschäftigt und man braucht da auch eine Erfahrung und eine gewisse Kompetenz und eine gewisse Akzeptanz in der Mannschaft durch gute Leistungen. Aber die Spielergeneration davor, die sind auch erst später eben auch in diese Führungsrollen reingewachsen. So, und jetzt kommt in der Tat die letzte Frage, Oliver Fritsch, bitteschön. Herr Bierhoff, wie verhalten Sie sich zu den Aussagen von Reinhard Grindel über Ihren Aufgabenbereich, etwa über den Slogan die Mannschaft oder über die kritische, so habe ich zumindest verstanden, Äußerung, Sie hätten ihn während der WM nicht genügend informiert. Und Herr Löw, noch eine Detailfrage, warum haben Sie nach dem Sieg gegen Schweden, wo ja alle gedacht haben, das könnte jetzt auch die Wende gewesen sein, nochmal die Mannschaft so stark verändert. Und stimmt es, dass in der Zeit Uli Hoeneß den DFB vor einem Einsatz von Mesut Özil gewarnt hat? Und mit wem hat er da telefoniert? So was zumindest gelesen, was zumindest zu lesen. Erste Frage war, oder Sie haben mir eine Frage nur gestellt, ne? Ja. Reinhard Grindel, ja. Genau. Ja, ich meine, gut, letztendlich hat er ja meine Aufgabe gut beschrieben für das, was ich verantwortlich bin. Das ist auch wichtig, das war mir auch eben schon noch einmal ein Anliegen, deutlich zu machen, was meine wirkliche Aufgabe ist und worum ich mich jetzt kümmere. Und da habe ich kein Problem mit und genauso gut die Aussage mit der Mannschaft habe ich ja eben auch aufgegriffen, dass wir das natürlich analysieren müssen. Es geht ja hier nicht um was gehört dem Bierhoff oder was ist dein Kind, sondern es geht einfach darum, das Wohl der Nationalmannschaft, eine gute Darstellung und dass eben auch der Verband zufrieden ist. Und darin sehe ich meine Aufgabe auch immer wieder, Dinge voranzutreiben und dem Präsidium entsprechende Entscheidungsvorlagen vorzulegen. Und das wird auch bei der Mannschaft passieren, wo ich auch natürlich eine klare Meinung habe. Das andere war? Ja, das war's schon, ne? Dass Sie das DFB-Präsidium nicht genügend informiert hätten. Ach so, ja, genau, ja. Also der Austausch auch mit der Delegation ist bei jedem Turnier, seitdem ich auch dabei bin, immer sehr gut gewesen. Und das war natürlich jetzt ein besonderer Fall mit dem Internet abstellen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich die Spieler
vielleicht auch direkt angesprochen. Ich hätte nicht das Internet abgestellt, sondern hätte direkte Konfrontation gesucht oder Ansprache. Also insofern ist das jetzt ein Einzelfall. Und da muss man halt sehen, in welchen Kleinigkeiten oder besonderen Bedingungen natürlich eine Delegation informiert werden muss. Aber der Austausch war immer da und sie waren eigentlich auch darüber, wie die Mannschaft funktioniert und was passiert, habe ich sie auch immer wieder informiert. Also Uli Hoeneß hat mich jetzt nicht angerufen, weder vor dem Turnier noch während des Turniers, und hat mit mir gesprochen. Bitte? Also das war ein Anruf. Mich nicht. Ich habe mit ihm telefoniert und habe mit Uli Hoeneß eben auch länger telefoniert, aber wir haben mehrere Themen gehabt. Das ist auch wichtig für mich, auch während dem Turnier natürlich auch mit Managern zu sprechen, die einfach die Erfahrung haben. Und es gab da mehrere Punkte, die wir besprochen haben, und er hat den Hinweis gegeben, dass er natürlich an der einen oder anderen Stelle einiges anders machen würde, und das habe ich so aufgenommen. Aber er ist immer noch, ich glaube, Aufsichtsrat bei Bayern München und nicht Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft. So, dann danke ich Ihnen für das Kommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich auch für die Aufmerksamkeit. Gleichzeitig gratuliere ich Ihnen, denn Sie sind Teil eines Rekords, nämlich der längsten Pressekonferenz in der Geschichte des DFB. 110 Minuten, das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft, aber Sie wissen, das wird auch nicht immer so sein. Also kommen Sie gut nach Hause. Wir freuen uns, Sie in der nächsten Woche an gleicher Stelle dann wiederzusehen, zumindest hier in München. Die Mannschaft trifft sich, wie Sie wissen, am Montag dann um die Mittagszeit gegen 13 Uhr. Und dann freuen wir uns alle, dass es dann endlich wieder losgeht mit der nächsten Länderspielsaison. Herzlichen Dank auch an den Bundestrainer, herzlichen Dank an Oliver Bierhoff, und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Bis dann. Wiederhören. Wiederschauen. Tschüss.